Sehr geehrte Damen und Herren, die meisten Menschen wünschen sich, in ihrem eigenen Zuhause gepflegt zu werden. Sie wollen, solange es geht, möglichst selbstständig ihren Alltag in den eigenen vier Wänden meistern. Diesen Wunsch allen zu erfüllen, stellt uns vor große Herausforderungen. Denn die demografischen Prognosen zeigen, dass der Anteil alter und pflegebedürftiger Menschen weiter zunehmen wird. Ohne spürbare Entlastung der Pflegenden und smarte digitale Unterstützung wird es in Zukunft immer schwieriger, eine pflegerische Versorgung auf hohem Niveau in der Häuslichkeit und genauso auch in den stationären Bereichen sicherzustellen. Personalmangel in der Pflege und demografischer Wandel sind die Stichworte, die Sie alle kennen. Sie erfordern neue Lösungen und das konsequente Weiterdenken bereits funktionierender Lösungen. Digitalisierung in der Pflege klingt erst einmal paradox. Diesen technischen und abstrakt klingenden Begriff mit etwas zutiefst Menschlichem, Einfühlendem, Würdevollem zusammenzubringen, das irritiert zunächst. Aber in der Pflege stehen wir vor Herausforderungen, die sich mit den traditionellen Herangehensweisen nicht auf Dauer lösen lassen. Das Gute ist, wir haben nicht nur den Bedarf für neue, smarte Lösungen, sondern wir haben auch die Möglichkeiten. Die reine Pflege ohne Tablet, ohne Computer, ohne Smartphone zwischen Pflegenden und Patienten, die wird es weiterhin geben. Smarte Lösungen aber können bei Routineaufgaben assistieren oder diese sogar ganz übernehmen. Sie können Pflegende entlasten, wo immer es geht. Zum einen körperlich, wenn es zum Beispiel darum geht, durch intelligente Robotik das Heben und Tragen von Patienten zu vereinfachen, keine Wasserkästen mehr zu schleppen oder Transportroboter einzusetzen. Zum anderen in der Dokumentation und der Kommunikation mit Ärzten, Therapeuten und natürlich den Patienten. Und weiterhin können digitale Lösungen den Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und Pflegenden mehr Sicherheit und Orientierung bieten. Monitoring kann remote, also sozusagen ferngesteuert, eingesetzt werden und ermöglicht so zum Beispiel im Alter länger im eigenen Zuhause zu leben. Apps zur Sturzprävention oder zum Gedächtnistraining werden Teil der Regelversorgung. Digitale Unterstützungsangebote, die auf die Bedürfnisse von Pflegenden und Pflegebedürftigen zugeschnitten sind, spielen eine immer wichtigere Rolle. Einige innovative, praxisorientierte Konzepte aus Mecklenburg-Vorpommern werden in der heutigen Veranstaltung näher beleuchtet. Darunter HelpChat zur app-basierten Kommunikation zwischen Patienten und Pflegekräften, ein Care-Kompass, der die Arbeitsorganisation in der Pflege durch smarte Lösungen erleichtert, die digitale Patientenorientierung mit Live-Indoor-Navigation wie an der Universitätsmedizin Greifswald und innovative Konzepte für technische Assistenzsysteme zur Verbesserung der Patientenversorgung im ländlichen Raum. Ich bin stolz, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern unsere Potenziale sehen und nutzen. Doch Digitalisierung heißt auch, die Arbeit der Pflegenden ändert sich. Die Arbeit beschleunigt sich, sie muss anders organisiert werden, Aufgaben ändern sich und kommen hinzu. Mitarbeitende müssen von Anfang an mitgenommen werden. Hier müssen wir die Weichen stellen und haben eine große Aufgabe vor uns. Mit der Einführung des Studiengangs Klinische Pflegewissenschaften an der Universitätsmedizin Greifswald zum Beispiel haben wir bereits einen wichtigen Schritt gemacht und ein attraktives Angebot geschaffen. Bei allen technischen Innovationen muss und wird Pflege menschlich bleiben. Aber die Prozesse rundherum werden nach und nach digitalisiert, damit den Pflegenden mehr Zeit für das Menschliche bleibt. Mit der heutigen Veranstaltung setzt der Digital Health Hub Greifswald ein weiteres Ausrufezeichen der Digitalisierung im Gesundheitswesen unseres Landes, so wie wir es von Ihnen, lieber Herr Dr. Blank, lieber Herr Schnell, bereits gewohnt sind. Ich danke Ihnen und Ihrem Team sehr für Ihr Engagement. Ihnen allen wünsche ich gutes Gelingen und viele spannende Impulse. Vielleicht schauen wir in 10 oder 20 Jahren zurück und sehen, dass so manches, was dann selbstverständlicher Teil der Pflege- und Patientenversorgung geworden ist, hier seinen Anfang genommen hat. Vielen Dank. Ein herzliches digitales Hallo in die Runde. Es tut mir leid, dass ich nicht direkt vor Ort in Greifswald dabei sein kann. Will aber gerne auf diese Weise grüßen und freue mich sehr, dass das Thema Pflege,
was ja erstmal sehr eckig klingt und sehr analog, eben auch riesendigitale Chancen und Herausforderungen anbietet, freue mich, dass Meet, Discuss and Create das aufgreift. Ich will mich ganz herzlich bei Wolfgang Blank und Thoralf Schnell bedanken, das zum Thema zu machen. Hoffe, dass wir viele Ideen finden, denn gerade in der Pflege wissen wir, dass ganz viele von denen, die eigentlich arbeiten wollen in der Pflege, sich ganz doll darüber ärgern, wie viel Zeit sie aufwenden mit Dokumentation, mit Feststellungen, mit Abrechnungsfragen. Die Hoffnung ist immer noch, dass wir gerade mit digitalen Angeboten, mit mitdenkenden Systemen, die diejenigen, die pflegen, begleiten, eigentlich automatisierte Mechanismen erzeugen können müssten, die all diese Dinge abnehmen, im Zweifel eine größere Gewähr für die Richtigkeit der Dokumentation erzeugen und umgekehrt ganz viel freie Zeit machen für die echte Pflege. Und genau das ist ja die Idee, möglichst viel am Menschen sein zu können und möglichst wenig mit Büro- und Erfassungsarbeiten zuzubringen. Und das ist eigentlich die Einladung für Digitalisierung. Ich freue mich sehr auf die Ideen, drück uns gemeinsam die Daumen. Damit können wir wirklich in der Pflege den Gepflegten, den Beschäftigten und am Ende natürlich auch der Digitalisierung helfen und etwas, was wir weitergeben können. Das ist ja eine der großen Ideen, wenn wir etwas Neues haben, es eben auch anderen zu zeigen und hoffentlich in die Fläche zu bringen. Toi, 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 viel Erfolg, vielen Dank für die Diskussion und ich hoffe auf viele schöne neue Ideen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer Veranstaltung der Reihe Meet, Discuss, Create, heute zum Thema Digitalisierung in der Pflege. Die Digitalisierung der Pflege stellt eine der wichtigsten Innovationsfelder in der Zukunft für die Region Mecklenburg-Vorpommern dar. Aufgrund des demografischen Wandels benötigen wir bei einer zurückgehenden Anzahl von arbeitenden Menschen neue Tools, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Digitalisierung in der Pflege ist hier im Zentrum des Geschehens. Neben einer digitalen Patientenakte gibt es zum Beispiel schon an der Universitätsmedizin in Greifswald eine digitale Patientennavigation, die älteren Menschen hilft und sehbehinderten Menschen hilft, sich hier im Klinikum zurechtzufinden. Diese Tools, diese Innovationen benötigen jedoch viele nachfolgende Innovationen, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten abzurunden. Mit dem neuen Studiengang Pflegewissenschaften hier an der Universitätsmedizin Greifswald haben wir einen weiteren Baustein gelegt, um die Digitalisierung in der Pflege zu verankern und fortzuentwickeln. Ich wünsche Ihnen bei dieser Veranstaltung des Digital Health Hub Greifswald viel Erfolg und viele neue Erkenntnisse zum Wohle der Bevölkerung. Auch ich möchte Sie recht herzlich zu dieser Veranstaltung willkommen heißen und freue mich sehr, etwas zu dem Thema Digitalisierung im Zusammenhang mit der Pflege beitragen und Sie begrüßen zu dürfen. In meiner Funktion als Pflegevorstand der Universitätsmedizin Greifswald ist meine Arbeit schon seit Jahren von dem Fachkräftemangel geprägt. Wir entwickeln immer wieder Ideen und Projekte, um dieser Entwicklung aktiv entgegenzuwirken. Wir setzen darauf, als attraktiver Ausbildungsbetrieb jährlich für unser Haus, aber auch für die Region Pflegefachkräfte auszubilden. Darüber hinaus wollen wir als starker und zukunftssicherer Arbeitgeber unsere Fachkräfte langfristig an uns und unser Klinikum binden. Wenn wir über die Entlastung von Pflegefachkräften sprechen, geht es auch zweifelsohne um das Thema Digitalisierung. Hier liegt das Potenzial, die Mitarbeitenden bei ihrer täglichen Arbeit mit digitalen Lösungen zu unterstützen und ihnen das zu ermöglichen, was sie sich besonders wünschen. Mehr Zeit für die pflegerische Betreuung mit und am Patienten. Aus diesem Wunsch heraus sind Ideen entstanden, die nicht nur alltägliche Arbeitsabläufe und Prozesse erleichtern und PatientInnen mit einbinden, wie zum Beispiel die Idee des Helpchats, sondern darüber hinaus auch die Qualität und die Sicherheit der Mitarbeitenden fördern, wie das Projekt Care Compass. Diese Projekte, aber auch noch vieles mehr werden Ihnen heute näher gebracht. Und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung mit einem spannenden Austausch. In diesem Sinne, einen schönen guten Tag. Ja, vielen Dank. Und ich bin live dabei, nicht aufgezeichnet, nicht als Avatar, sondern wirklich live dabei. Leider nicht vor Ort, aber für 5 Minuten hat sich die Fahrt nicht ergeben, auch wenn ich gern gekommen wäre. Nächstes Mal.
Genau, für mich ist heute so eine Art Pflegetag, weil ich hatte heute ungefähr 10 Stunden Unterricht mit Pflegekräften und dem Thema digitaler Pflege. Also von daher bin ich mal nah dran, auch an der Zielgruppe. Zusammen mit der Universität Duisburg-Essen haben wir auch einen Studiengang entwickelt, der digitale Pflege heißt, wo eben Auszubildende nebenbei, neben ihrer Ausbildung auch noch Digitalisierung in der Pflege studieren und schaffen damit eben auch einen neuen Beruf. Und wir werden selber sehen, wo die Menschen später landen. Eher in der Pflege, eher sozusagen im technischen BWL-Bereich oder sonst wo. Und da bin ich selber gespannt. Und genau, mein Thema ist digitale Pflege und gerne per LinkedIn folgen. Das ist so das Kommunikationsportal, wo ich in Zukunft auch Pflegekräfte reinholen möchte als soziales Netzwerk. Ich werde in Zukunft LinkedIn-Kurse geben für Pflegekräfte. Wie funktioniert LinkedIn? Wie melde ich mich an? Bisschen, wie werde ich LinkedIn-Influencer? Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Aber ich glaube, wir müssen an vielen Ebenen Stellschrauben ziehen. Also wir haben heute in dem Kurs, wir haben gelacht, wir haben geweint. Es gibt so viele Probleme in der Pflege. Also normalerweise ist ja Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht so eine 3-2-2-Besetzung, in der Praxis eine 2-1-1-Besetzung heute. Wir sehen, dass wir sehr viele Technologien vor uns haben. Wir stehen wie am Fuß eines Berges und sehen KI, Robotik, Pflegeroboter, Künstliche Intelligenz, Virtual Reality. Und dann geht man in ein Krankenhaus und weiß, was da abgeht, nämlich gar nichts. Nichts davon funktioniert, EPA funktioniert nicht, WLAN funktioniert nicht. Keine technischen Prozesse. Wir wissen, dass 1/3 der Pflegezeit Bürokratie ist, 1/3 ist pflegenahe Tätigkeiten und 1/3 eigentliche Pflege. Das heißt, um überhaupt nicht die Pflege anzufassen, kann ich 2/3 der Prozesse optimieren, also Bürokratie komplett runterfahren, pflegenahe Prozesse runterfahren. Und so gibt es heute eben ganz viele sogenannte Servicekräfte oder Serviceassistenten in Kliniken, die das schon teilweise machen, die der Pflege das abnehmen, um eben mehr Zeit zu haben oder eben die Engpässe entsprechend durchzuführen. Also zum Beispiel in der Uniklinik Essen geht es auch um Sterilgut oder Botengänge oder solche Dinge. Die werden heute von Servicekräften teilweise beziehungsweise Serviceassistenten gemacht, damit die eigentliche Pflege noch von Pflegekräften gemacht wird, wenn sie nicht gerade schreit. Und von daher haben wir in der digitalen Pflege aus meiner Sicht ganz viele Technologien, die helfen werden, also um ein paar aufzuführen. Wir haben auf der einen Seite eben so Themen wie Logistik, fahrerlose Transportsysteme. Ich habe mir gestern bei einem großen Wundunternehmen das mal angeschaut. Das sind so 20 Roboter, die fahren so über Kisten. Die sind 10 Kisten hochgestapelt, mal irgendwie x Kisten, 16.000 verschiedene Artikel und holen die sozusagen selbstgesteuert, KI-gesteuert aus der Kiste die jeweiligen Hilfsmittel, Pflaster, was auch immer man gebraucht, wie so ein Apothekerschrank, so ein automatischer, nur eben mit Hilfsmitteln. Vollautomatisiert, funktioniert wunderbar, super spannend, elektrobetrieben und die fahren dann da eben rum und sortieren das aus, dass nur noch rausgespuckt wird aus dem Automaten das, was im Homecare-Bereich später benötigt wird und in der Pflege entsprechend benötigt wird. Also solche Technologien gibt es heute schon, genauso wie Reinigungsdesinfektionsroboter, UVC-Roboter, die in Wuhan, aber auch hierzulande als sogenanntes Hardware-as-a-Service rumfahren. Das heißt, als lizenzierte Roboter, die mit Lichtblitzen desinfizieren. Da gibt es verschiedene intelligente Pflegehilfsmittel. Es gibt Telepräsenz, Diagnoseroboter, die in Altenheimen in Zukunft eingesetzt werden, wo der Landarzt nicht mehr irgendwie 50 Kilometer fahren muss, sondern die Pflegekraft quasi mit dem iPad zum Patienten geht, er seinen Finger in die Kamera hält, der Arzt sagt, da reicht ein Pflaster und schon hat man wieder entsprechend Zeit und Geld gespart. Und vor allem Fachärzte kommen so virtuell in die Altenpflegeheime zum Beispiel, wo heute kein Facharzt gerne hingeht, weil es sich einfach nicht lohnt. Daneben die ganzen emotionalen Roboter, auch sehr spannend. Ich bin morgen bei einem Vortrag, so einem Games virtueller Veranstaltung, aber nicht im Gesundheitswesen, weil mir ist immer wichtig, dass ich auch in anderen Branchen unterwegs bin, weil die Impulse, die hole ich mir nicht im Gesundheitswesen, fürs Gesundheitswesen, sondern man sagt, man braucht 3 Branchen, um eine Innovation in der jeweiligen eigenen Branche zu heben. Und deshalb bin ich morgen bei so einer Games-Veranstaltung und geht es eben um das Thema Gamification, auch in der Pflege. Und ich habe zum letzten Mal ein Startup kennengelernt, sage ich jetzt nicht den Namen, aber da ging es darum, kann man bei mir im LinkedIn-Thread nachlesen, dass ich mich so mit minimalen Bewegungen, zum Beispiel nach links, nach rechts bewege, auf dem Stuhl sitzend, so wie ich jetzt hier sitze, und mich sozusagen leicht bewegen und dann Tennisspiele kegeln kann, so wie man das von der Wii kennt. Also ich muss keine Controller haben, ich muss nichts installieren. Ich habe so eine kleine Box am Fernseher und kann dann sozusagen so fit gehalten werden, indem ich Motorrad fahre oder eben andere Dinge. Und das sind lustige Dinge, die so als Anekdoten passieren, dass zum Beispiel die Menschen im Pflegeheim wollten, dass der Programmierer einen Helm auf den Motorradfahrer setzt,
sonst würden sie da entsprechend nicht fahren. Oder die haben auch nicht rechts überholt und ähnliches. Also immer eine Brücke geschlagen zu ihrer Sozialisation. Aber das sind emotionale Roboter bzw. Games. Daneben gibt es Interaktionsroboter, Mobilitätshilfen, Handhabungshilfen, komplexe Assistenzroboter und, bis hin zum IoT, also Internet of Things, der intelligente Kühlschrank, Herdplatte, Lichtschranken und so weiter, SOS. Also wir sehen, es gibt sehr vieles. Ich wollte nur an der Stelle, weil mein Vortrag ja nur sehr kurz ist, sagen, es gibt einen riesen Gap zwischen dem, was heute möglich ist, und da sehr vieles, und dem, was tatsächlich gemacht wird, nämlich sehr wenig. Viele Modellprojekte scheitern, so alten Dörfer und ähnliches, irgendwelche intelligenten Badspiegel, die funktionieren in der Praxis, warum auch immer nicht. Und deshalb ist mein Anliegen, dass wir jetzt, wenn wir über digitale Pflege sprechen, nicht nur über die Möglichkeiten sprechen, sondern vor allem so ein bisschen voranscheitern, vieles in der Praxis ausprobieren. Und deshalb mache ich jetzt in den nächsten Wochen sehr viele Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen, gerne auch eingeladen, wo wir mit den Startups sprechen, aber mit den Akteuren, mit den etablierten, mit Krankenkassen, alle an einen Tisch holen, um entsprechend Dinge auszuprobieren. Und da hoffe ich mal, dass sich dann Spreu vom Weizen trennt. Und deshalb wünsche ich der Tagung allen Teilnehmenden viel Erfolg und werde gerne auch noch zuhören, um vielleicht da auch noch selber was zu lernen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. David Matusiewicz, tschüss. Genau, also ich bin noch nicht in Greifswald, von daher habe ich das Logo aber schon mal geklaut und habe mir gedacht, es sind jetzt mal 14 Tage, das kann ich nicht trauen. Von daher und unten die PH Schwäbisch Gmünd, daher wechsle ich quasi vom Süden an die Küste. Und genau, ich habe ein paar Folien mitgebracht, kurzer Impuls. Pflege und Digitalisierung, wo stehen wir gerade? Die Ministerin hat es angesprochen, wir stehen im demografischen Wandel. Wir haben eine steigende Anzahl an Pflegebedürftigen, wir haben eine sinkende Zahl an Pflegefachkräften, die potenziell in der Pflege sind. Aber wir haben eben auch technologische Lösungen und wir haben Lösungen, die durchaus existieren. Mein Vorredner hat gerade gesagt, sie werden nur noch nicht genutzt. Das will ich so ein bisschen abschwächen. Und weil natürlich digitale Lösungen zum einen da sind, aber zum anderen eben auch einen Lösungsansatz haben müssen, der akzeptiert wird. Und zwar akzeptiert nicht nur von den Pflegefachkräften, die vieles akzeptieren, wenn sie es verstehen, sondern eben auch akzeptiert werden müssen von den Pflegebedürftigen, von denen, die wir versorgen. Das ist natürlich auch ein Beispiel, was wir gerade in der Forschung haben, wo durchaus die digitale Bildung sehr einfach geworden ist. Und am Anfang war das so ganz nett und wir haben jetzt hinterher. Also auch da müssen wir ein Stück hingucken, dass das, was wir anbieten, im Endeffekt auch langfristig zum Erfolg führt. Und dass wir eben diese Fragestellung dabei haben, eben der Wirksamkeit, der Sicherheit, aber auch der Akzeptanz. Und die Akzeptanzfrage, die ist eine ganz große. Das eben, was wir in der Versorgung bieten und haben wir da dann eben die Dinge einfach auch in der Versorgung verbessern zu können. Wenn wir bei den Technologien gucken, dann stehen wir einfach am Anfang. Wir stehen am Anfang, wir haben verschiedene Funktionsbereiche, auch die hat die Ministerin so aufgezählt, so von der körperlichen Unterstützung, da können wir viel mit Robotern machen, über soziale, emotionale Unterstützung zeigen gleich noch zwei Beispiele, aber eben auch Monitoring und Dokumentation. Bei Monitoring und Dokumentation, da nehme ich immer so ein bisschen die Hoffnung raus, dass alles schneller geht, dass alles besser wird, dass alles toller ist, sondern eher, dass wir die Studien, die wir dazu haben, die sagen, wenn wir digital dokumentieren, wird es auf jeden Fall viel genauer, weil wir einfach viele Dinge, wo dann einfach so ein Reiter aufploppt und so weiter, wir erinnert werden. Und damit wird es nicht unbedingt schneller, aber es wird genauer und Versorgungsprozesse können sich auch da wieder entsprechend verbessern. Ein paar Beispiele nochmal. Elektronische Patientenakte haben wir angesprochen. In Greifswald gibt es sie schon. Wir haben sie. Vernetzte Tourenplanung in Richtung ambulanter Pflege. Kommt vielleicht nachher auch noch ein Beispiel. Leistungsabrechnung. Großer Punkt, gerade für die im Management sind, aber dann auch die Hilfs- und Monitoring-Systeme und dann die Service- und Therapieroboter. Bei den Service- und Therapierobotern, ich glaube, da sind die meisten zumindest so ein Stück weit
schneller dabei, einfach weil das anders als wenn ich sowas zur Leistungsabrechnung habe oder wenn ich sage elektronische Patientenakte, weil das schneller zum Anfassen ist. Also ich habe schneller was, wo ich haptisch mit klarkomme. So, und da stellt sich die große Frage, genau. Es dreht sich gleich, haben wir zumindest ausprobiert. Genau. Da stellt sich dann die Frage, genau, und den anderen können wir auch schon anmachen, da stellt sich nämlich immer die Frage, was akzeptieren wir? Also was ist für uns spannend, was wollen wir und wo geht die Reise hin? Und wenn wir da die Robbe sehen, die Robbe beispielsweise, ist nicht so gedacht, dass man sie alleine auf die Menschheit loslässt, sondern ich nehme diese Robbe und dann gehe ich zu dem Pflegebedürftigen, der sie anfasst, der was mit ihr tut. Die Robbe ist nicht gedacht, weil das passiert manchmal, dass man die dem Pflegebedürftigen gibt und sagt, hier ist was Schönes, weil die Robbe landet dann in der Badewanne oder sie wird gefüttert. Also, ich gucke mal, das macht sie. Also hier vorne ist der Stecker für zum Aufladen. Und da wird dann gerne gefüttert und so. Also man braucht trotzdem immer noch Menschen, die mit dem Pflegebedürftigen und der Robbe etwas tun. Man kann auch durchaus zwei Robben oder drei im Einsatz haben parallel und einen Menschen, der sich darum kümmert, aber nur die Robbe allein geht nicht. Und auch bei dem Service-Roboter, den ich da mitgebracht habe, da ist eine Akzeptanz da, aber auch da, wenn ich in der Pflege bin, ist immer die Frage, wenn ich in der stationären Langzeitpflege bin, viele kognitiv eingeschränkte Personen habe mit Demenz und dann kommen viele so eine Roboter, ob die damit klarkommen. Wir wissen aus den Studien, die wir haben, dass wir in der Regel im europäischen Kulturraum eher sowas gut finden. Also sprich irgendwelche Roboter, die umherfahren und die aussehen wie Roboter. Eher kleinere Dinge als größere. Im asiatischen Kulturraum völlig anders. Die wollen humanoide Roboter. Die wollen Roboter haben, die so aussehen wie sie selbst. Und auch das müssen wir so ein bisschen bei der Akzeptanz mitbedenken, weil die Kollegen gerade aus dem asiatischen Raum sind teilweise, was unterstützende Roboterlösungen angeht, sehr viel weiter und haben da auch durchaus humanoide Roboter schon im Einsatz. Ja. Genau, Chancen. Chancen gibt es ganz viele. Auch ein paar Herausforderungen. Ich habe so ein paar mitgebracht. Einmal natürlich, dass wir die Potenziale nutzen können. Wir können genau dokumentieren. Wir können auch durchaus an der einen oder anderen Stelle Doppeldokumentation vermeiden. Also wirklich so, wo man fünfmal dasselbe fragt, fünfmal dasselbe erfasst wird. Wir können ja stupide körperliche belastende Arbeiten austauschen. Aber auch da immer die Frage, wenn wir sie austauschen, ist die Akzeptanz da. Wir können Alltagsroboter einsetzen. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon so einen Roboter, der durch die Wohnung fährt und immer mal wischt und saugt. Das ist alles kein Problem. Auch da immer Akzeptanz. Und die Frage ist immer Mensch-Roboter-Kollaboration. Also, dass wir gucken, im Endeffekt, wenn wir Roboter einsetzen, wofür nutzen wir sie? Sie können, also können tun wir relativ vieles. Ne? Das ist gar nicht so die Frage. Herausforderung ist immer, das Ganze sollte irgendwie beweisbar sein, dass es etwas nutzt. Also, dass wir tatsächlich einen Nutzen davon haben. Da sind wir bei evidenzbasiert. Da zeige ich gleich nochmal ein Beispiel zu, wo man immer denkt, da ist Evidenzbasierung da, aber wir haben sie nicht so richtig. Ethisch müssen wir immer nochmal gucken, machen wir etwas, was wir vertreten können. Ich habe gerade gesagt, mit den Robotern, eben auch, wenn wir die benutzen, dass sie eben auch keinen Schaden zuführen. Also auch da nochmal zu schauen. Dann die Akzeptanz der Akteure. Wir müssen auch hier wieder die Akteure mitnehmen. Beispiel da aus Japan, da hat der größte Bettenhersteller, hat drei Pflegeschulen gekauft, einfach aus dem Grund, dass sie Einfluss aufs Curriculum haben wollen, weil sie sagen, wenn wir quasi den Pflegekräften jetzt beibringen, wie diese Betten funktionieren, schaffen wir eine Akzeptanz nachher in der Praxis und können dadurch unsere Betten besser verkaufen. Soweit sind wir noch nicht, also dass uns irgendwelche Bettenhersteller aufkaufen, aber prinzipiell ist es auch da immer wieder die Frage,
wenn wir mit digitalen Lösungen unterwegs sind, wie nehmen wir die Kollegen in der Praxis mit, dass wir es im Endeffekt handhabbar machen, praktikabel und vor allem die Kollegen auch Nutzen davon tragen. Gut, und Datenschutz, ich sag mal, das ist in Deutschland immer noch mal ein Stück anders, als wenn wir da in anderen Ländern unterwegs sind, aber auch das sollte im Endeffekt beachtet werden und ist eine Herausforderung. Wenn wir uns das in Deutschland angucken, wir haben relativ viele Förderprogramme, öffentlich, privat, also da läuft relativ viel. Das ZQP hat 2019 mal eine Übersicht gemacht, dass wir über 100 Projekte haben, wo es um Digitalisierung in der Pflege geht. Und die Sache ist immer, dass die meisten Dinge noch nicht ausgereift sind. Also das, was wir momentan haben, bei vielen Dingen stehen wir am Anfang. Und wir haben ja gehört, ja, so, wir müssen in andere Branchen schauen. Ja, müssen wir. Auf der anderen Seite müssen wir vielleicht auch manchmal so Durchhaltevermögen haben und Dinge auch bis zum Ende austesten und auch wirklich untersuchen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Wir haben eine systematische Übersichtsarbeit gemacht, und zwar zum Outcome von E-Health-gestützten Interventionen. Also alles, was irgendwie digital laufen kann. Da war viel mit Telemonitoring, telefonische Beratung, virtuell, E-Mail-Reminder und so weiter. Und wir haben eigentlich gedacht, das boomt und das ist eigentlich ein super Thema und das wäre auch was, wo man wirklich was Innovatives rauskriegt. Wir waren nachher so ein Stück weit ernüchtert, weil es kam eine schwache Evidenz raus, dass man wirklich insgesamt wenig Studien hatte, die wirklich gesagt haben, hier gab es eine Verbesserung. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir E-Health gestützt nichts mehr machen sollen, sondern da ist immer die Frage, machen wir es richtig oder brauchen wir nochmal andere Ansätze? Und wir haben auch einzelne Studien gehabt, die positive Ergebnisse hatten, aber insgesamt war es halt so, dass wir erstmal gesagt haben, so richtig kann man keine positiven Empfehlungen ableiten. Das heißt immer nicht, dass man es nicht machen soll, aber wir brauchen da vielleicht noch auch die entsprechenden Ansätze, auch im Rahmen der Pflegeforschung und der Weiterentwicklung. So, Fazit für den Impuls hier. Ich glaube, wir sollten Technologien nutzen und können die auch nutzen. Wir brauchen aber auch da ein Stück weit die Ideen, auch für die Anwendung. Und ich habe gerade gesagt, eines war die Akzeptanz. Ich habe gerade mit einem Doktoranden die Wirksamkeit von so einer mobilitätsfördernden Maßnahme untersucht, und zwar vom Plaudertisch. So ein Tisch, da setzt man sich ran, hat so oben und unten verschiedene Dinge, die man benutzen kann. Also unten so ein Fahrrad, oben so eine Trommel und so weiter. Das fanden die Teilnehmer, die da mitgemacht haben in der Intervention am Anfang, super. Nach 4 Wochen haben die gesagt, ich will da nicht mehr hin, das ist ja immer das Gleiche. Da hat jetzt die Firma gesagt, okay, das verstehen wir, da bauen wir nochmal was drauf. Jetzt haben sie irgendwie noch da 3 Tablets dran gebaut und jetzt ist es tatsächlich, also in der zweiten Version ist es tatsächlich besser geworden. Also die Akzeptanz ist da besser geworden. Und da auch nochmal, dass wir eben gucken, wenn wir eben Akzeptanzprobleme haben, nicht, dass wir alles in die Schublade packen, sondern dass wir eher nochmal gucken, woran liegt's? Warum? Warum machen wir oder warum haben wir hier ein Akzeptanzproblem? Weil häufig sind es dann nur so kleine Stellschrauben, an denen man drücken muss, an denen man ziehen muss, aber dann kriegt man eben auch hier eine größere Akzeptanz hin. Und ja, also das ist jetzt eher nochmal der Aufruf in die Pflegewissenschaft. Wir haben einen dringenden Bedarf an geeigneter Forschung und wir sollten immer gucken, dass wir eben die Perspektive der Pflegebedürftigen aus dem Blick lassen. Also dass wir immer noch gucken, was will der Pflegebedürftige eigentlich? Weil vieles das, was wir gut finden, eben manchmal der Pflegebedürftige gar nicht so gut findet. Und dass wir uns das nochmal im Endeffekt anschauen. Genau. Ich sage vielen Dank und stehe noch für Rückfragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Professor Strohfeit. Vielen Dank, Professor Matusiewicz, David. Ich würde gerne noch aber die Möglichkeit nutzen, wenn schon mal beide da sind, sowohl vor Ort als auch online, deswegen hybrid, hervorragend, 50-50, noch vielleicht eine Frage zu ermöglichen hier aus der Runde oder auch gerne online. Wir sind ja auf YouTube auch live. Ich habe auch da schon was gesehen, sodass sich vielleicht jemand noch was vor Ort überlegen möchte, was er gerne die beiden fragen will, wenn die schon mal da sind. Online habe ich gelesen, das geht an Sie beide.
Wenn wir jetzt all diese tollen Lösungen und Tools haben, wie machen wir das denn bekannt? Also neben dem Studiengang, was kann man vielleicht noch tun? Brauchen wir Initiativen in der Pflege selbst, aus der Pflege heraus? Na, die Frage ist ja immer, wozu brauche ich das? Also wenn ich mir diese Robbe angucke, die kostet zwischen 3.500 und 4.500 Euro. Ist halt immer die Frage, brauche ich die und will ich die haben und setze ich die ein? Weil wir haben eine Evidenz, dass es wirkt. Also diese Robbe ist irgendwie wirksam, das wissen wir. So. Und die Frage ist halt, will ich das einsetzen? So. Und das andere ist halt tatsächlich nachher immer dieses Akzeptanz-Ding. Klar, also wir müssen Forschung offensichtlicher machen, das ist das. Und auf der anderen Seite natürlich geht es nur mit starken Partnern. Also und wir kriegen ja auch 2-3 Projekte hier aus der UMG. Und ich glaube, wenn die Partner stark genug sind, dann trägt sich das auch durch. So. Okay. Das heißt so, ich würde das auch mal so mitzunehmen, so diese ja, in Startup-Szene bekannte Kurve, ne? So die Early Adopter, die frühen finden, die mitmachen. Ein paar werden wir heute noch sehen, heute glaube ich. Das ist so ein Ansatz. David, wenn du noch da bist, ja. Vielleicht noch ergänzend. Wie siehst du das? Ich habe ja schon gehört, also, du bietest LinkedIn-Kurse an. Das Problem ist ja, dass wir alle haben, ist, wir haben nicht so ein Ultradestillat, ne? So ein Trichter, wo wir alles reingießen, am Ende kommen die guten Sachen raus, sondern wir müssen sie sieben, wir müssen sie suchen. Und dazu eignen sich ja Veranstaltungen, wie ihr sie heute ja macht. Dazu eignet sich Social Media, dazu eignen sich Studiengänge, dazu eignet sich alles Mögliche, wie ich heute kommunizieren kann. Und in der heutigen Welt kann ich ja vielfältig kommunizieren. Deshalb bin ich ja immer wieder auf der Suche, zum Beispiel nach Pflege-Influencern, mit denen man dann was zusammen macht, die das in die Community reinbringen, ja, die da sozusagen diesen Trichter, diesen Funnel ja schon ein Stück weit eben bedienen. Und ich möchte vielleicht noch ganz kurz einmal zur Wissenschaft nochmal eine Brücke schlagen, weil es gibt ja in der Wissenschaft diesen schönen Satz, Absence of evidence is not evidence of absence. Und das sagt ja so viel, wir können nicht immer alles, gar nicht in der frühen Phase immer alles evaluieren. Und ich möchte auch nochmal eine Brücke schlagen zu dem, was heute los ist. Also wir vergleichen heute zum Beispiel digitale Gesundheitsanwendungen, ne? Und es gibt ja bald digitale Pflegeanwendungen. Da, wer weiß was, Studien und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite haben wir im analogen Gesundheitssystem so viel Schrott, was noch nie evaluiert wurde, sei es Wahltarife, Bonusprogramme, Globuli, whatever. Ja, da sitzt einer beim BfArM und sagt, ja, wir lassen das mal zu. Und bei digitalen Anwendungen, da brauche ich Studien, da brauche ich keine Ahnung was. Und da müssen wir auch wirklich mal gucken und Dinge auch mal reinlassen ins System, damit diese Startups überhaupt eine Chance haben, Daten zu sammeln. Also ich brauche einen Vertrauensvorschuss. Und dann kann ich das immer noch mit Studien belegen. Und am Ende wird auch ein Stück weit die Marktwirtschaft das Restliche tun, weil der Pflegemarkt ist nun mal ein Megamarkt, das wissen alle. Wir haben einen Fachkräftemangel und deshalb haben wir sehr viel Nachfrage, wenig Angebot. Und da werden digitale Pflegeanwendungen, die gut sind, ja überall die Tür einrennen. Ja, vielen Dank. Du sprichst gute Punkte an. Also die Pflege-Influencerin war das ja, die nehme ich mal mit. Wir waren noch so bei Digibots, aber Influencerin finde ich eigentlich auch ganz gut. Und die DIPAS, ne, du hast schon angesprochen. DIGAS, DIPAS, finde ich auch klasse. Da würde ich vielleicht eine Frage nachschieben wollen, ganz kurz. Wie seht ihr das? Wie sehen Sie das denn auf der Anwenderseite? Wir hatten das im letzten Jahr im Hackathon, da war eine Kasse dabei, die mit einer Problemstellung kam, wo sich leider gar kein Team gefunden hat am Ende, weil das so richtig keiner fassen konnte. Die haben nämlich gesagt, ja, unsere Herausforderung ist eigentlich, unsere Versicherten dazu zu bekommen, diese Apps auch zu benutzen. Ja, also wir können jetzt 1000 Apps da in den App Store laden und wenn das kein Versicherter runterlädt und am Ende unterstützen uns ja in einen oder anderen Projekten auch Kassen, die natürlich vielleicht auch eine Erwartung haben, dass sie da, weiß nicht, Kosten sparen oder irgendwie auf jeden Fall was verbessern. Aber wie seht ihr, wie sehen Sie denn eigentlich diese Entwicklung oder Weiterbildung, die wir eigentlich beim Bürger selber noch irgendwie anstoßen müssen? Soll ich mal anfangen, oder? Ja, David, gerne. Ja, also ich bin auch da der Auffassung, nämlich die Nachfrage zieht das ja irgendwo. Und zum Beispiel sowas wie Telepflege, also wir haben zum Beispiel hier Uni Witten-Herdecke, nicht weit von uns, hat ja so ein Startup, die heißt Pflegix. Ne? Das ist so eine Plattform, wo ich Pflegebetreuung mir besorgen kann. Und die haben nicht das Problem, dass sie keine Nachfrage haben. Die haben das Problem, dass sie keine Pflegekräfte haben für die Grundpflege. Aber für Betreuungsgeschichten können das auch Studenten sein, etc. Aber genau das ist es ja. Wir werden in Zukunft Plattformen haben, wo sich Angebot und Nachfrage trifft. Und natürlich muss da jetzt angebotsseitig nicht nur gute Sachen passieren, sondern vor allem die Nachfrage da, muss da sein, weil die haben wir ja. Für gute Dinge haben wir genug Nachfrage. Und am Ende geht es wirklich im Bereich der wirklichen Pflege schon noch um den Menschen. Das ist auch klar.
Deswegen werden wir dieses Pflegeproblem der eigentlichen körperlichen Pflege nicht lösen können, aber das Drumherum, nämlich, wie ich sagte, Bürokratie, Pflegenahprozesse, werden vielleicht irgendwelche Hotelfachkräfte in Zukunft machen oder irgendwelche anderen Berufe, sodass die Menschen, die wir noch haben, wirklich nur Pflege machen und alles andere weggeblendet wird durch digitale Technologien. Und andere Startups, die helfen zum Beispiel dem Bürger beim Ausfüllen von Pflegeanträgen. Ja, und da würde ich auch lieber mit einem Chatbot irgendwie sprechen. So ein Startup hatte ich auch mal in der Pipeline, dass man eben das Ganze im Gespräch einfach automatisch im Backend ausfüllt. Da hat keine Kasse Lust drauf und Ressourcen. Da hat auch kein versicherter Patient Lust drauf und keine Angehörigen. Also ich glaube, gute Dinge werden sich wie woanders auch durchsetzen. Und ich sag mal so, man muss das dann wieder für die Sektoren unterscheiden tatsächlich. Wenn ich in der ambulanten Pflege bin, habe ich relativ häufig pflegende Angehörige, die einfach schon in dem Alter sind, dass sie digitale, also dass sie keine Berührungspunkte haben mit digitalen Anwendungen. Und das sieht halt dann anders aus, wenn man in der Gerontopsychiatrie ist und da ein entsprechendes höheres Alter. Also ich glaube, wir müssen da eher gucken, für wen machen wir das? Also auch wieder da die Akzeptanz. Also wer ist unsere Zielgruppe und für wen ist welche Anwendung da? Also bin ich da eher mit der Robo unterwegs? Bin ich da mit der App unterwegs? Bin ich da mit dem Service-Roboter oder mit dem Help-Chat unterwegs? Also es ist so, und ich glaube, wenn wir das bewusst uns machen, für wen ist es, dann kriegen wir es auch hin, dass wir die Zielgruppe erreichen. Vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage oder aus dem Publikum hier selber. Wir kommen mit dem Mikrofon gerne ran, rum, wollen aber keinen nötigen. Dann machen wir sonst einfach weiter im Programm. Vielen Dank, David. Vielen gerne. Dank, Herr Struppheit. Einen schönen Abend und wie gesagt, du bist herzlich eingeladen beim nächsten Mal in Greifswald mit einem kleinen Ausflug hier auf dem Wasser. Jawohl. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, dann machen wir hier vor Ort weiter. Wir gehen über in den praktischen Teil quasi. Wir wollen nämlich nicht nur über Digitalisierung reden und über Digitalisierung in der Pflege, nicht nur Impulse hören, wie die Welt aussehen könnte und dass doch zu wenig gemacht wird. Denn es gibt ja schon ein paar, die was machen und von denen haben wir uns einige hier eingeladen. Und beginnen wollen wir mit dem Help-Chat. Den haben wir jetzt schon 2-3 Mal gehört. Freut mich sehr, dass wir dazu bei uns ein Pilotprojekt machen konnten an der Universitätsmedizin in Greifswald. Und wir entsprechend das Projektteam heute hier haben. Ich möchte die auch kurz vorstellen und in dem Sinne, während ich sie vorstelle, mit nach vorne rufen. Das wäre zum einen Christine Knut, denn wie schon gerade gesagt, für wen machen wir das? Natürlich für die, die mitarbeiten müssen. Christine ist bei uns in der Pflege. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Bachelorabschluss, bist aktuell im Pflegemanagement und seit 2019 bei uns auch in der Stationsleitung auf der unfallchirurgischen Station. Der C2, wo wir den Piloten gemacht haben. Danke, dass du da bist. Neben mir steht Robert Kracht. Robert ist Mitgründer von Medventi. Ihr seid die, die quasi uns die technische Lösung zur Verfügung gestellt haben, im Sinne einer App und einer Software. Aber nicht nur das, im Projekt selber seid ihr ein bisschen darüber hinausgegangen, habt uns großartig unterstützt, dass ihr uns auch Geräte gegeben habt. Wir brauchten ja auch ein paar smarte Devices, sage ich jetzt mal, mit denen man rumlaufen konnte. Du bist schon lange in diesem Umfeld unterwegs, bei Medventi seit 2021, genau mit dabei, hast aber viele Jahre bereits als Projektmanager gearbeitet, ich über 15, wenn ich das richtig hier mitgenommen habe und ja, schön, dass du da bist. Und ganz wichtig, nicht nur von der Herausforderung, der wir uns gestellt haben und die wir haben, zu einer möglichen Lösung zu kommen, sondern das auch zu evaluieren. Am Ende ist das ja auch ein Auftrag, den wir an der Universität haben. Macht das da alles wirklich Sinn? Wir wollen ja nicht Digitalisierung oder Digitalisierung wegen machen, sondern auch irgendwie rausbekommen, ob das was bringt. Und dafür ist heute Juniorprofessor Samuel Tomczyk hier von der Universität in Greifswald. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Samuel hat bei uns die Evaluationsstudie gemacht in diesem Piloten. Und ich kenne selbst noch nicht alle Ergebnisse. Ich bin selber gespannt und kreuze die Finger, dass das irgendwie zu dem passt, was wir zumindest erwartet haben. Mal schauen. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Die Bühne gehört euch. Und ich glaube, Christine, du fängst an. Ja, genau. Ja, herzlich willkommen auch von uns nochmal. Wir freuen uns, dass wir auch hier dabei sein dürfen. Und ja, wir stellen euch jetzt quasi HelpChat vor, einen digitalen Lösungsansatz zur Entlastung der Pflege. Dabei handelt es sich um eine Patientenklingel, die jetzt digital läuft, als Alternative zur analogen Klingel. Dabei unser Hybridvortrag geht mit mir los. Ich stelle Ihnen die Herausforderungen, die momentan im Pflegealltag herrschen, vor. Danach folgt der Lösungsansatz von Robert Kracht und unsere kleine Studie, die wir durchgeführt haben,
und die wird dann quasi von dem Professor Dr. Tomschick vorgestellt. Ja, digitale Lösungen sind unumgänglich, weil wir alle schon wissen, dass die Pflege wirklich ganz viel in ihrem Alltag zu meistern hat. Dabei ist es einfach schon klar, Pflege ist ein körperlich schwerer Beruf. Das weiß jeder, der eigentlich auch schon gleich die Ausbildung antritt, worauf er sich da einlässt. Viele Arbeit muss gemacht werden. Dabei weiß auch jeder, dass Pflege ein 24-Stunden-Job ist. Das heißt, wir müssen auch wirklich alle Schichten bieten, ne? Also der überwiegende Teil der Pflege arbeitet halt einfach im Dreischichtsystem. Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst. Jeder weiß Bescheid, dass es auch wirklich körperlich belastend ist. Zusätzlich, wie schon mehrmals erwähnt, herrscht auch ein chronischer Personalmangel und zusätzlich auch noch ein Nachwuchsproblem. Das führt natürlich im stationären Alltag dazu, dass wir wirklich extrem Zeitdruck haben bei der Versorgung unserer Patienten, die ja wirklich durch den demokratischen Wandel immer multimorbider werden. Und aus dem Zeitdruck ergibt sich natürlich der hohe Stressfaktor, der einfach herrscht. Jetzt kam auch noch Corona dazu. 2 Jahre Pandemie hat uns vor neuen Herausforderungen gestellt. Personal ist regelmäßig ausgefallen. Wir haben uns gefühlt alle abgewechselt im Ausfall und Einspringen. Und auch die Herausforderung, diese Patienten zu betreuen, war einfach komplett neu, ne? War eine unbekannte Krankheit für uns. Wir mussten uns wirklich erstmal darauf einstellen, wie gehen wir mit diesen Patienten um und vor allen Dingen, wie schützen wir uns auch selber vor der Erkrankung. Aus dem Grund ist wirklich eine Digitalisierung, um dem Ganzen entgegenzuwirken, wirklich unumgänglich. Dementsprechend haben wir uns mal unseren Klingelsystem gewidmet und haben geguckt, was ist in unserem analogen Klingelsystem eigentlich so hinderlich, ne? Was könnten wir daran verbessern? Die analoge Klingel funktioniert halt so, dass halt ein Patient einen Lichtruf abgibt. Dabei können wir als Pflegekräfte noch nicht sagen, was hat der Patient? Ist das jetzt als Notfall einzustufen oder ist es einfach ein Servicebedürfnis, was dieser Patient hat? Das heißt, wir, wenn wir gerade eine Pflegetätigkeit durchführen, müssen priorisieren. Das heißt, wir müssen unsere Tätigkeit unterbrechen, gucken, was möchte der Patient von uns, können das dann nur dadurch priorisieren und dann können wir es einschätzen, müssen wir da sofort handeln oder kann das ganz kurz warten, bis wir unsere eigentliche Tätigkeit beendet haben. Unsere analoge Klingel ist auch ziemlich geräuschvoll, ne? Das heißt, wir sind täglich einen großen akustischen Stress ausgesetzt, den wir einfach versuchen, mit einer digitalen Lösung auch zu minimieren. Genau. Und hier, genau an diesem Punkt, setzt dann HelpChat an, als webbasierte Version. Im Vergleich sehen Sie jetzt hier den Unterschied. Bei einem analogen Prozess ist es so, ein Patient meldet sich. Ich als Pflegekraft unterbreche teilweise meine Tätigkeiten, um nach dem Bedürfnis des klingelnden Patienten zu gucken. Der möchte beispielsweise ein Schmerzmittel haben, weil er auf der Unfallchirurgie einfach nach einem operativen Eingriff Schmerzen hat. So dass ich, nachdem ich erfragt habe, was der Patient möchte, ins Stationszimmer laufe, die Schmerzmittel quasi dann hole und danach wieder zu dem Patienten laufe, um ihn damit zu versorgen. HelpChat setzt da an und sagt, der digitale Prozess hat mehrere Vorteile. Und zwar, dass wir einen Laufweg sparen, indem der Patient gleich durch dieses HelpChat-System sagen kann, was er möchte. Auf meinem mobilen Gerät, was ich bei mir habe, kriege ich dann gleich das Bedürfnis und was mir sagt, der Patient hat Schmerzen. Ich weiß, der Patient braucht jetzt Schmerzmittel und ich priorisiere das ein, weil der Patient hat bei HelpChat auch die Möglichkeit zu sagen, wie hoch die Schmerzen angesetzt sind. Und ich habe das einpriorisiert, dass das ganz kleinen Moment warten kann und ich meine Tätigkeit, die ich momentan durchführe, einfach beenden kann. Und nach meiner Tätigkeit laufe ich dann in mein Stationszimmer, besorge die Schmerzmittel und gehe nur über einen Gang zum Patienten und versorge ihn mit den Schmerzmitteln. Das heißt, es hat mehrere Vorteile. Ich reduziere meine Laufwege, genauso wie die Unterbrechungen meiner Tätigkeiten. Genau, wie das Ganze jetzt ablief in unserem Projekt, das erzählt Ihnen jetzt Herr Kracht. Vielen Dank. Ihr fragt euch sicherlich, wie haben wir das gemacht? Und das waren im Wesentlichen drei Phasen, das Projekt.
Den Anfang, den hat tatsächlich das Digital Health Hub mitgeprägt, die uns ganz am Anfang Schützenhilfe gegeben haben. Und dafür schon mal oder nochmal vielen Dank. Wir sind Anfang letzten Jahres, im März sind wir gestartet mit ersten Gesprächen und haben dann fast ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht, um formelle Hürden, wurde auch schon heute angesprochen, zu nehmen. Das hatte einen großen Vorteil im Nachhinein, dass wir als Team sehr stark zusammengewachsen sind. Das Team wurde auch immer größer, so dass wir dann Ende letzten Jahres oder der Professor Tomczyk anfangen konnte mit der Vermessung der Station. Und wir dann Anfang diesen Jahres, zeitgleich mit dem Peak der Pandemie, angefangen haben, unsere Software einzuführen. Und der Professor Tomczyk hat das Ganze auch noch gemessen. Ja, das war natürlich spannend, aber dazu hören wir gleich noch mehr. Ganz kurz, was ist HelpChat? Das ist also eine Webanwendung, eine Kommunikationsplattform für die Pflege mit ganz vielen Vorteilen. Ja, wurde auch schon angesprochen, Verkürzung der Laufwege. Der Patient hat auch was davon in Form einer besseren Versorgung, schnellere Versorgung. Und am Ende auch das Krankenhaus kann Geld sparen. Was uns geholfen hat in Greifswald, aber auch in anderen Häusern ist, dass wir eine sehr datenarme Lösung haben. Das heißt, wir können die sehr schnell einführen. Die Trainingsaufwände sind überschaubar. Die Datenschützer freuen sich ja auch. Wir waren in Greifswald auf der Unfallchirurgie. Es funktioniert aber auch sehr gut auf Isolierstationen oder zum Beispiel der Geburtshilfe. Und ja, wie gut? Dazu jetzt mehr. Dankeschön. Dann greife ich das kurz auf. Wir haben das eben schon gesehen. Die Phase war etwas lang für die Vorbereitung. Ich komme aus der Wissenschaft und in der Wissenschaft treten wir sehr gerne immer mal auf die Bremse und sagen, das ist ja alles schön und gut, aber ist das überhaupt richtig geplant? Sind die Zeiträume realistisch? Sind die richtigen Kriterien gewählt und so weiter? Die gute Vorbereitung braucht also Zeit. Zwar zu schnell, genau. Und das ist auch das, was für uns relevant ist. Das greift ein bisschen das auf, was in den Impulsvorträgen herauskam. Das Thema Akzeptanz, damit haben wir uns auch auseinandergesetzt. Das ist hier unter Technologiebereitschaft mitgefasst, ist natürlich noch breiter. Aber auch diese Frage, wenn wir über eine Wirksamkeit sprechen, bringt das überhaupt was? Zu fragen, was sind denn die Kriterien, die wir dafür anlegen? Das kann sowas sein wie die Reduktion der Laufwege, das haben wir gerade auch gehört, die Priorisierung von Pflegehandlungen. Das können aber auch ganz andere Aspekte sein. Erhöhung der Qualität, eine bessere Teamkommunikation könnte eine Folge sein, eine höhere Zufriedenheit auf Seiten der Mitarbeitenden, der Patientinnen und so weiter. Und natürlich auch die nachhaltige Nutzung einer solchen Anwendung. Also es sind sehr viele Fragen dabei, mit denen man sich beschäftigen kann. Und dafür war es wichtig, so ein gutes Design aufzustellen und auch in der Vorbereitung mit allen aus dem Team zusammenzuarbeiten und zu überlegen, an welcher Stelle können wir welche Daten überhaupt nutzen, was können wir für die Evaluation verwenden. Das war also unsere Fragestellung, auf der Station zu überlegen, können diese Ziele, die durch HelpChat ja sehr ambitioniert gesetzt werden, auch erreicht werden? Können wir das messen? Und wenn ja, wie? Und können wir da eine Veränderung ausfindig machen? Da sehen Sie an der Seite so ein paar Messpunkte aufgeführt, die wir genutzt haben. Wir haben dafür auch eine Reihe verschiedener Datenquellen herangezogen. Ich will Sie jetzt nicht mit den Details langweilen. Wichtig ist, wir haben eine große Batterie an Messinstrumenten genutzt, an Interviews, Fragebögen. Wir arbeiten quantitativ, qualitativ, wie man so schön sagt. Wir haben Schritte ausgezählt. Wir haben Patientenklingeln erfasst, also der Aufruf des bisherigen Systems und mit unterschiedlichen Gruppen gearbeitet. Mit den Pflegekräften selbst, mit den Stationsleitungen haben wir gesprochen, mit den Patientinnen und natürlich diese Informationen. Das ist alles nur für den Hintergrund wichtig. Das ist, glaube ich, auch einschränkend zu sagen, was die Ergebnisse da angeht. Die sind nämlich leider noch nicht so weit, wie ich sie selber auch gern hätte, dadurch, dass die so vielfältig und komplex sind. Was ich sagen kann heute ist, dass bisher das System, so ergibt das unsere Auswertung, gut bis sehr gut angenommen wurde von den Patientinnen und den Pflegekräften, die wir erfasst haben, dass auch als großer Bonuspunkt hervorgehoben wurde, dass eben spezifisch kommuniziert werden kann. Dass man also nicht diese langen und ewigen Abstimmungen hat, sondern sehr schnell sagen kann, was man jetzt eigentlich braucht, also aus Patientinnen-Sicht vor allem. Die Laufwege der Pflegekräfte scheinen reduziert worden zu sein, das ist ja schon mal ein wichtiges Hauptziel. Und was wir auch finden in der Tendenz zumindest ist, erstmal ist, dass die Arbeitsmotivation der Pflegekräfte sich erhöht. Das haben wir als Ergebnis vielleicht gar nicht so sehr auf dem Zettel, das war nicht das erste Ziel, aber das ist ein interessanter Eindruck, also dass es das spannend macht und dass die Belastung auch reduziert wird. Wie langfristig das ist, wird man sehen, also dafür braucht es auch größere Studien natürlich und etwas strengere Designs, das ist ja eine Pilotstudie,
aber wir haben so erste Ergebnisse und sind sehr optimistisch, was das angeht. Und möchten das natürlich auch veröffentlichen. Wir haben das auch mit einer Ethikkommission geklärt und dem Datenschutz. Also es ist alles wissenschaftlich gut begleitet. Damit würde ich zum Abschluss dieses Kurzvortrags kommen und nochmal darauf hinweisen, dass das Ganze eine Teamleistung ist, dass wir das nicht alleine machen, dass das wahrscheinlich keiner so ganz alleine geschafft hätte. Wir sehen hier so einen kleinen Auszug der Personen, die beteiligt sind. Es fehlen viele natürlich auch, Pflegekräfte der Station beispielsweise. Also es sind Teile des Teams vertreten. Aber wie gesagt, hier nochmal die Betonung, dass es wirklich wichtig ist, das gemeinsam anzugehen und zu organisieren. In diesem Sinne vielen Dank. Da komme ich gerade von der Seite wieder mit rein. Natürlich möchten wir euch auch noch so ein, zwei Fragen stellen. Also gerne hier auch aus dem Publikum. Ja, traut euch. Ich habe auf jeden Fall schon was online. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man sich nicht trauen muss, sondern einfach was in den Chat schreiben kann. Da war eine ganz spannende Frage dabei. Wer auch immer Nopoli ist. Auf jeden Fall gibt es hier die Frage, ob es bei euch auch eine Sprach- und oder, also an Robert die Frage, ob es eine Sprach- oder Gestenerkennung gibt, gerade wenn man nach der OP kommt, vielleicht der Kopf klar ist, aber so ein paar andere Sachen noch nicht so gut gehen, man noch nicht so mobil ist, ob man dann mittels Sprach- oder Gestensteuerung da was machen kann oder was vielleicht geplant ist. Ja, gute Frage. Das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Sprachsteuerung, Gestensteuerung ist die Zukunft. Wir haben jetzt das, was wir hier verprobt haben, ist ein kleiner Teil von dem, was wir in der Roadmap haben. Und da wird das auch eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Okay, gut zu wissen. Ich glaube auch gerade das Sprachthema hatten wir auch am Hackathon. Da war der Dennis Teschner von Nuance Communications damals da. Ich glaube auch die sind inzwischen mit Microsoft da gemeinsam dran, wie man Sprache und Spracherkennung in der Pflege noch weiter Einfluss zusammenbringen kann. Vielleicht ja dann bei uns auch ein Thema im nächsten Jahr vom Hackathon. Bin ich gespannt. Okay, gibt es eine Frage von euch hier vor Ort? Nein, nein, okay. Dann lassen wir euch noch nicht vorne runter von der Bühne, denn das Pilotprojekt war ja erfolgreich. Wir warten noch auf ein paar Zahlen vielleicht, aber ihr seid ja durch und deswegen wollen wir gerade die Chance nutzen, um uns kurz bei euch zu bedanken, wenn ihr schon mal hier seid, stellvertretend für die, die alle mitgewirkt haben. Tobi, vielleicht hilfst du mir kurz. Tobias Melms, stellvertretender Pflegevorstand. Applaus. Irgendeiner muss das ja auch immer treiben und wollen und da bin ich total froh, dass wir, Martin ist auch hier, so viele andere, Judith hinten, hallo, dass ihr das auch selber wollt und eigentlich die Idee der Hackathon, da wart ihr auch dabei gewesen als Zweitplatzierter, glaube ich, damals, ne? Korrekt. Genau, aber ja am Ende auch das von euch kam, ja, dass ihr gesagt habt, so, wir wollen das, wir haben hier diese Herausforderungen, wir haben Wege, wir haben Dokumentation, alles Mögliche und ihr das eigentlich ja mehr oder weniger auch dann an mich herangetragen habt. Und wir haben es gerne unterstützt. Und jetzt wollen wir uns aber eben bei euch bedanken. Und da kriegen wir was angereicht aus dem Off. Ich würde auch gleich mal Frau Mehl nochmal nach vorne bringen. Judy, komm mal nach vorne noch, weil ich glaube, du hast einen ganz, ganz großen Teil auch dazu beigeleistet, dass du quasi auch einmal den Applaus mit abgreifst. Ohne Frau Mehl hätten wir die erste Phase, glaube ich, nicht durchgestanden. Also auch von unserer Seite. Vielen Dank. Als Team auch quasi zu genießen erstmal. Ich überreiche das mal Ihnen. Also von meiner Seite aus lieben Dank, weil ich habe viele Gespräche führen dürfen mit Frau Mehl, mit Judith, mit Christine. Und es war eine große Herausforderung und ich freue mich, dass wir diese Herausforderung wirklich gemeistert haben, gemeinsam als Team. Wir sind dann auch gut und durch. Alles gut, gar kein Problem. Ja, wir trinken zusammen einfach. Wir grillen ja noch und wir trinken zusammen nachher. Das wird schon gut. Also danke euch alle, genau, teilt das irgendwie auf Station mit allen, die mitgeholfen haben. Und wie gesagt, wenn ihr schon mal da seid, nutzen wir das gerade. Vielen Dank. Ja, so kann es gehen, ne? Am Hackathon teilnehmen ist immer gut. Auch wenn das ein bisschen die extra Meile ja quasi ist, ist ja auch auf dem Wochenende, ist ja auch ein paar andere, die da waren natürlich, danke, dass du da bist, Mario. Und so ähnlich kann es mit dem nächsten Jahr vielleicht auch gehen. Auch Jonas hat am Hackathon mitgemacht, ich weiß gar nicht, ob es der Care-Kompass wirklich war, aber ich glaube, das kam später erst. Das ist unser nächster praktische Praxisbeitrag, es wird später, ich merke es. Der nächste Praxisbeitrag zum Care-Kompass und den macht ihr gemeinsam, deswegen Tobias, du kannst gerade wieder mit hier bleiben. Und Jonas, gerne nach vorne kommen und erzähl uns doch mal, was sich hinter dem Care-Kompass versteckt. Ja, ich bin Tobias Melms, auch ein
Guten Abend von mir, von meiner Person aus. Ich möchte jetzt quasi nicht als stellvertretender Pflegevorstand quasi jetzt hier reden, sondern wirklich als Krankenpfleger reden, der 15 Jahre auf der Intensivstation gearbeitet hat und davon 5 Jahre für die Einarbeitung zuständig war. Und in diesen 5 Jahren, habe ich gerade mal durchgezählt, habe ich ungefähr 150 Leute eingearbeitet, 150 Kollegen, Kolleginnen quasi begleitet in den ersten Zeiten auf der Station, den ersten Tag begleitet, den Prozess ein halbes Jahr begleitet, dass sie quasi ankommen bei uns in den einzelnen Teams. Und ich möchte so ein paar Geschichten so erzählen und dann quasi gleich weiterleiten an Jonas. Weil die Leute sind, egal ob sie berufserfahren sind, 10 oder 15 Jahre oder ganz frisch von der Schule kommen, erstmal aufgeregt. Die sind aufgeregt, kommen in Gruppen, entweder mit 20 Leuten gleichzeitig oder alleine kommen und dann führen wir erstmal Gespräche, was stellt ihr euch vor? Und das meiste ist, wenn sie erstmal sich, im Internet haben sie Stationen angeschaut, die haben erste Gespräche geführt und dann gehen wir auf den Stationen. Ich habe jetzt ein Beispiel, quasi eine große Intensivstation, 25 Betten, überall Gerätschaften. Also wenn man da denkt, da gibt es immer eine Digitalisierung, denkt man, weil alles digital läuft, alles piept, alles blinkt in irgendeiner Art und Weise, hat Geräusche. Und es ist einfach groß und wir haben auch dort noch 25 Patienten irgendwo in der Mitte. Das quasi, sich dort zurechtzufinden, ist sehr, sehr schwierig für unsere neuen Kollegen. Und was habe ich gemacht? Zum Anfang gesagt, okay, was müssen die erst wissen? Die müssen die ganzen Arbeitsanweisungen wissen. Das habe ich gemacht, unser Ort da rausgeholt, erstmal 25 Dokumente kopiert, hingelegt, durchlesen. Dann haben sie es gelesen, oh Gott, ist viel zu viel. Dann gezeigt, wo die Stationen sind. Das sind unsere ganzen Zimmer, das ist unsere Spüle. Und das ist unser, ganz wichtig, unser Reanimationswagen, wenn es klingelt, dort gleich Bescheid wissen, das müssen sie gleich wissen. Und man hat manchmal so eine großen Augen, das am besten am gleichen ersten Tag, am Einarbeitungstag und zwischendurch noch Datenschutzbelehrung, Arbeitsschutzbelehrung und Hygiene war meistens auch noch da, dass man weiß, wie man sich die Hände desinfiziert. Das quasi an den allerersten Tag. Und dann habe ich sie meistens gefragt nach 2 Wochen, und wie geht es Ihnen? Meistens war, wie gewusst, die Überforderung war meistens da. Das war im ersten Jahr, als ich das machen durfte. Im zweiten Jahr war ich besser vorbereitet. Ich habe gesagt, wir teilen das ein bisschen, ich arbeite das ein bisschen auf, was sie wirklich braucht. Wir haben uns 3 Tage genommen, und zwar ein bisschen die Leute ans Boot zu nehmen. Da ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel, dass wir auf der einen Station haben 7 Vorbereitungsräume und jeder Vorbereitungsraum ist anders. Das ist total spannend gewesen, 7 verschiedene Räume. Ich habe mir gedacht, ja, vorne links sind immer die Spritzen, das ist doch wohl logisch. Nein, in jedem Raum war auch mal rechts die Spritzen, oben die Spritzen. Und für mich war es auch klar, dass hinten rechts der Reanimationswagen ist. Für mich, der ich 10 Jahre habe dort gearbeitet, war es für mich ganz klar. Und ich war immer verwundert, dass die neuen Kollegen nach 2 oder 3 Wochen das noch gar nicht wussten. Dass sie immer wieder zwischendurch im Prozess hatten und dann haben sie mich angerufen, Tobias, erklär mir das mal. Ich habe den Bier nicht gefunden, den Raum. Bin ich hingegangen, habe das quasi begleitet. Und so haben wir auch so ein Mentoring-Programm aufgebaut, dass die Kollegen quasi immer was Analoges dabei hatten. Wir hatten mal ein Einarbeitungsheft gehabt. Wir haben ein Einarbeitungsheft gemacht, da haben wir alle wichtigen Sachen raufgeschrieben. Und meistens gab es dann auch so Sachen, die sie selber raufgeschrieben haben. Und wir haben uns alle paar Wochen quasi getroffen und haben diese Fragen ausgewertet. Und wir sind ganz oft quasi auf den Stationen, haben uns die einzelnen Zimmer angeschaut, haben uns Patienten angeschaut, dass sie einfach nach 4, 5 Wochen erst aufnahmefähig waren. Und diese Fragen, die sie hatten, auch erst dann quasi im Dialog dann klären konnten. Also es ging nicht am allerersten Tag. Und dann kam das nächste Herausforderung noch für mich, dass wir sagen, okay, Tobias, ab nächsten Jahr wollen wir ungefähr 10 bis 20 ausländische Pflegefachkräfte haben. Und wie machen wir das dann? Oh, alles übersetzen, Sprache. Und da war ich quasi jetzt, oh, das ist quasi auch meine Grenzen, wie wir kommen. Und jetzt würde ich einfach mal, Jonas, das ist die Situation, die wir haben. Wir haben ganz oft über Pflegemangel uns unterhalten. Ich will es eher als positive Barriere nehmen. Wir haben auch ganz viele Leute, junge Leute, die wir auch einarbeiten. Also wie gesagt, wir haben wirklich auf den Stationen, das ist im Intensivzentrum, nur mal ein Verhältnis, im Intensivzentrum arbeiten ungefähr 230 Leute und wir arbeiten jedes Jahr 30 bis 40 Kollegen. Und das quasi, das ist, die Fluktuation ist da, weil es meistens ein Status ist. Danach gehen sie dann studieren, machen hoffentlich Berufs, integriert dann einen Pflegestudiengang, sowas, wie immer wieder neue Leute einarbeiten. Und so kommt das auch quasi jetzt nicht nur aus der Region, sondern wir werden auch aus dem Ausland quasi Pflegeleute für die Region auch akquirieren und quasi auch ausbilden. Und das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung für die Einarbeitung, für die Begleitung und für die Orientierung auf den Stationen. Die haben immer wieder Fragen und wie können wir das jetzt aktuell leisten, weil wir aktuell wirklich nur analog unterwegs sind im Rahmen der Einarbeitung. Das ist dein Stichwort. Tobias, ich danke dir. Ich hoffe, ihr zeichnet das auf. Also ich glaube, die 3, 4, 5 Minuten, die können wir direkt auf die Webseite packen. Dann versteht auch jeder, warum es den Care Corpus gibt.
Das war wirklich beeindruckend. Ich kenne dich jetzt irgendwie ein paar Monate schon und die ganzen Stories habe ich noch gar nicht von dir gehört. Das war echt cool. Und das ist eine perfekte Überleitung zu dem, was wir machen. Wer sind wir? Was machen wir? Ich bin Jonas Flint, einer der Gründer und einer der Geschäftsführer der DEJ Technology GmbH. Meinst du mich oder Tobias? Achso, du sollst... Okay. oder dich da an mich ranrücken, ich war mir nicht sicher. Was haben wir gemacht? Wir haben 2019 zusammen mit einer Intensivstation eine Lösung entwickelt, weil die uns genau die Probleme geschildert haben, die Tobias uns gerade geschildert hat. Und wir hatten dabei folgende Herausforderungen. Erstens, da muss viel Wissen transformiert werden oder transferiert werden. Und zweitens, das muss jeder verstehen. Das muss für jeden nutzbar sein. Und jeden heißt auch wirklich bis Ü60. Mich als Informatiker, damals war ich irgendwie Ende 20, Anfang 30, dachte ich, ja, ist ja gar kein Problem. Dann haben wir das Ganze entwickelt, die ersten Male ein bisschen ausprobiert und dann haben wir ganz viel gelernt und haben verstanden, es muss wirklich immer einfach funktionieren. Das klingt so einfach. Als Informatiker, wenn man sich dann so mal reinarbeitet, merkt man erstmal, vor was für Herausforderungen man steht. Ja, genau. Wie funktioniert der Care Kompass und warum gibt es ihn? Der Care Kompass hilft Pflegekräften im Arbeitsalltag, vor allem im Onboarding. Und zwar genau dann, wenn ich immer eine Frage dazu habe, ich als Pflegekraft, wie mache ich jetzt das? Wo kriege ich dieses Material her, um das zu machen? Wie kann ich jetzt meinen Ablauf, um dem Patienten zu helfen, durchzuführen? Das sind ganz triviale Sachen manchmal. Also wo ist ein bestimmtes Material? In welchem Schrank ist das? Wenn ich neu bin, dann sehen alle Schränke gleich aus. Die sind grau. Steht vielleicht noch irgendwie eine Beschriftung drauf, irgendwie Regal C13. Aber woher weiß ich denn, wo jetzt zum Beispiel mein Schlauch ist, den ich gerade suche? Und dafür haben wir eine Lösung entwickelt, die super einfach funktioniert. Und zwar nutzen wir die Metapher, die wir alle von WhatsApp im Status oder von Instagram kennen. Das heißt Fotostories. Wir haben eine Lösung entwickelt, mit der Pflegekräfte für sich selber ihre Stationsabläufe in Form von Fotostories dokumentieren. Das ist so einfach, dass das jeder verwendet. Für uns war der Ritterschlag, als die Öse ankam, die war damals über 60, ich glaube 61, 62, und zu uns meinte, das ist cool, das installiere ich mir auch auf meinem Smartphone. Und da wussten wir, ich kriege ja Gänsehaut, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die Geschichte erzähle, da wussten wir, wow, es hat funktioniert. Und so einfach ist das. Also alles, was an Stationsabläufen quasi existiert, können die Pflegekräfte für sich selber dokumentieren. Das Ganze funktioniert offline in der Hosentasche. Warum offline? Weil nicht überall in jedem Raum WLAN oder 4G-Empfang ist. Haben wir auch gelernt, für uns war das vorher als Informatiker, war so, ja, es gibt halt überall Internet, Haken dran. Und dann haben wir in der Realität gelernt, nein, es gibt Räume, wo es kein Internet gibt. Und deswegen synchronisiert sich der Care Kompass und funktioniert auch offline. Woran wir auch von Anfang an gedacht haben, ist DSGVO. Das Ding ist super datensparsam. Wir speichern fast gar nichts. Und das, was wir speichern, auch nur für eine kurze Zeit, ist alles in deutschen Rechenzentren gehostet. Mussten wir auch lernen, dass das eine große Herausforderung ist. Haben wir auch genau Haken dran. Was viel spannender ist, was ich heute euch berichten wollte, ist, wie macht man das Onboarding, eine Onboarding-Lösung. Also auch der Care Kompass ist ja ein Softwaresystem und das muss irgendwie verstanden werden. Und dabei haben wir viel gelernt in den letzten Jahren und ich möchte das einmal am Beispiel der UMG erklären, wie wir das Ganze machen hier in Greifswald. Wie gehen wir da vor? Im Prinzip ist es super einfach. Also angenommen, wir haben eine Station, die sagt, juhu, wir möchten den Care Kompass nutzen, was machen wir? Wir fahren erstmal hin und machen ein Training mit, ich sag mal, den 5, 6, 7, 8 Pflegekräften, die sowieso immer wieder die gleichen Fragen beantworten für neue Leute, was auch gut ist. Der Care Kompass ersetzt kein Onboarding, er macht es nur einfacher. Onboarding heißt ja immer, dass ein Mensch ist in einer neuen Situation. Was braucht er? Der braucht immer einen anderen Mensch, der ihm hilft. Und der Care Kompass macht das Ganze leichter und auch nachhaltig leichter. Also was machen wir im allerersten Schritt? Wir machen Training. Und zwar mit den Pflegekräften, die immer wieder die gleichen Fragen beantworten. Und daher zeigen wir denen, wie funktioniert das Ding? Das geht meist 5 Minuten, dann hat das jeder verstanden. Und dann gucken wir uns an, was gibt es für Abläufe, die kritisch sind, die immer wieder abgefragt werden. Und dann fangen wir an, die ersten Storys zu machen. Ist super einfach, geht hammerschnell, dauert nicht länger als einen Tag und schon haben das alle verstanden und können anfangen, Inhalte zu erstellen. Und das ist auch der Knackpunkt, Inhalte erstellen. Weil der Care Kompass funktioniert nur dann, heißt, er bringt einen Mehrwert für jede Pflegekraft, wenn da Inhalte sind. Das heißt, wenn eine neue Pflegekraft reinkommt und weiß, hat auch die Sicherheit, ich kann das Handy rausholen und ich weiß, wo ist mein Stauschlauch zum Beispiel. Und deswegen begleiten wir jede Station in so 2 wöchentlichen Calls. Meistens geht das so 2, 3 Monate lang und besprechen mit denen,
Was für Content habt ihr angelegt? Habt ihr Fragen? Müssen wir euch irgendwo helfen und so weiter? Und das machen wir alle 2 Wochen, einfach um Step by Step das Ganze zu entwickeln. Und nach dem 1. Monat machen wir wieder eine Auswertung. Das machen wir gerne auch vor Ort. Kommt drauf an, ob es so klappt oder nicht. Kann man auch per Videocall machen, wo wir nochmal alles durchgehen, ne? Und gucken, stimmt die Quantität, stimmt die Qualität? Sind alle Stories verständlich? Fragt mal eure neuen Mitarbeiter, die das durchlaufen haben. Ist das alles okay? Und dann gehen wir wieder in so 2-wöchentliche Calls, es reicht nur 5 bis 10 Minuten. Aber wichtig ist, dass man dranbleibt, dass man das ganze Ding aufbaut, dass da ein bisschen was entsteht. Und das dauert nicht lange, dann sind bald 200, 300 Female Stories da. Und dann, das ist so schön, wenn dann neue Mitarbeiter kommen und die hören, oh, ich habe hier ein Werkzeug und oh cool, das kann ich immer nutzen. Vor allem als neuer Mitarbeiter, vor allem als junger neuer Mitarbeiter, hat man ja meist so die Hemmschwelle zu fragen. Ist das jetzt doof, was ich gefragt habe? Meckert der mit mir? Und mit dem Care-Kompass hat jeder die Sicherheit, ich habe das hier in der Hosentasche. Ich muss mich nicht doof fühlen, ich kann das rausholen und kann quasi meine Frage über den Care-Kompass beantworten. Und meistens ist so ein Pilotprojekt nach 3 bis 6 Monaten abgeschlossen. Wie gesagt, dann ist genug Content da und dann funktioniert das Ganze. Ich freue mich schon darauf, sage ich jetzt ganz ehrlich, den gleichen Prozess zu durchlaufen, wie das mit Venti mit dem Helpchat gemacht habe. Auch wir wollen schauen, wie effizient und effektiv ist das Ganze? Was kommt da unterm Strich bei heraus? Und da, ich weiß nicht, wo Tobias ist, ich hoffe, da haben wir heute noch ein bisschen Zeit, drüber zu quatschen. Ansonsten ganz lieben Dank fürs Zuhören. Was kommt noch? Push-Nachrichten. Wir wollen, dass jede neue Mitteilung, auch wenn man das möchte, an alle gerichtet werden können. Wir haben noch ganz viele andere Ideen. Kann ich euch nachher bei einer Fritz Cola erzählen. Ganz lieben Dank. Ja, danke Jonas und danke Tobias, um das mal darzustellen. Freut mich sehr, dass ihr mit der Lösung hier unterwegs seid, auch gemeinsam. Wie gesagt, auch wieder eigentlich aus dem Unternehmen selbst heraus ja gefordert und gewünscht. Wir haben es ja gehört eingehend. Ich finde es ganz nett, wenn ich so ein bisschen die Online-Kommentare lese, sind einfach auch ganz viele Kommentare. Da ist sogar schon leichte Diskussion im Gange. Die unterhalten sich ja alle selber irgendwie, weil der eine aus der Pflege ist und der andere aus, keine Ahnung. Ganz, ganz interessant zu sehen. Es wird auf jeden Fall nochmal die Teamleistung gelobt, also dass ihr das eben auch alle gemeinsam macht. Das wollte ich mal kurz hier in die Runde werfen. Und natürlich sind hier so ein paar Hashtags und Fragen dabei. Stichwort Interoperabilität ist für mich auch immer noch ein Zungenbrecher. Also das wäre so eine Frage an dich gleich. Sprache, hatte Tobias selber schon gesagt. Also für mich dann 2 Fragen. Wie sieht es bei euch mit Mehrsprachigkeit aus? Und interoperabel, wenn ich hier was tue, dokumentiere irgendwie, wie offen, was für Standards nutzt ihr, um das beispielsweise Stichwort digitale Pflegedokumentation oder ähnliches auch in andere Systeme, die wir vielleicht schon haben, zu integrieren sogar? Ganz lieben Dank, coole Fragen. Ich fange mal mit dem ersten an, mit dem schwierigen Wort. Also wir haben eine offene Schnittstelle. Wir haben noch keinen Standard, den wir befolgen. Das ist auch eins der Themen, die wir in den Piloten hier rausfinden wollen. Welche Standards müssen wir bedienen? Rein technisch von uns aus ist das jetzt keine große Hürde, weil wir, wie gesagt, ein offenes System haben. Aber das ist etwas, ja, wo wir recherchieren müssen, rausfinden müssen, was brauchen wir jetzt am Markt. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Mehr kann ich denn jetzt dazu nicht sagen. Und die zweite Frage war, habe ich schon wieder vergessen, was war die zweite Frage? Mehrsprachigkeit, weil ja. Tobias ja meinte, dass wir auch versuchen werden, sicherlich früher oder später im Ausland Fachkräfte zu akquirieren oder vielleicht auch einige gerade ins Land kommen, die was suchen, die wir denen auch was anbieten wollen. Ja. Stichwort Mehrsprachigkeit, ja. Das ist schon jetzt möglich. Ich kann Inhalte schon jetzt auch auf Deutsch und auf Englisch oder anderen Sprachen veröffentlichen. Wir haben sogar auch einen Partner, der bildet Pflegekräfte auf den Philippinen aus für den deutschen Markt. Ja, das ist aber ganz klug, der das jetzt schon nutzt, damit die Pflegekräfte schon jetzt die Stories und Artikel und die Abläufe verstehen können, auf Deutsch und auf Englisch, für den Zeitpunkt, wenn sie in die deutsche Klinik kommen und auch für diese Station schon. Das heißt, die werden jetzt schon für die Station ausgebildet, auch mit den Inhalten für den Zeitpunkt, wenn sie da sind. Sehr cool, das klingt sich gut. Also vor allem das schon vorab zu sehen ja quasi aufgrund der Story, wo ich später mal dann arbeiten werde. Sehr gut. Gibt es eine Frage? Genau, jetzt geht's los langsam. Wir kommen in die Zeit, dass man sich vor Ort auch traut. Frau Honnekamp. Ja, hallo. Also ein super, super cooles Konzept, was Sie da entwickelt haben. Meine Frage wäre mal, wie viel Prozent der Pflegekräfte machen denn da wirklich aktiv mit und erstellen solche Stories? Ich würde die Frage ein bisschen umdrehen und anders beantworten. Wie viel sind sinnvoll? Was wir bis herausgefunden haben, ist, dass sowieso auf jeder Station
Meins ist nicht. Zeit ist um, ja? Ja, genau. Das ist der Timer. Aber die Frage und die Antwort, ja, ich mach's, die nehmen wir noch mit. Es gibt sowieso ein Team auf jeder Station, die dafür zuständig sind und Fragen beantworten. Meistens, ich vermute mal, sind es so die 10%. Und die sind dafür auch geeignet, diese Inhalte zu erstellen. Also nicht jeder, sondern nur so ein kleines Kernredaktionsteam. Super, danke dir. Wir haben schon gesagt, du hast es schon gesagt, wenn Fragen und alles weitere, gerne auch noch bei der Fritz Kohler nett formuliert, Mic Drop, genau. Du darfst das gerne mit hinten nehmen, dann wird es wieder entgegengenommen. Früher wurde es abgewischt, machen wir heute vielleicht auch noch. Genau. Ja, und dann übergebe ich mich, ich übergebe an mich und darf euch ein bisschen etwas jetzt zur digitalen Patientennavigation erzählen. Ach so, genau. Du hast mir den Clicker mit da hinten genommen, auch Jonas. Danke. Genau. Ich habe im Prinzip natürlich auch Partner in diesem Projekt gehabt. Ich darf euch kurz das Projekt vorstellen. Ich durfte es selber leiten. Meinen Namen und mich selber kennt ihr schon. Ich habe digital zugeschaltet noch den Tobias Gebhardt von GWA Hygiene dabei, der leider nicht vor Ort sein kann, aber wir sind ja hier hybrid und er ist uns zugeschaltet. Und ein wichtiger Partner war natürlich auch Ketchup Applications, von denen die ganze Anwendung ist. Die sind heute noch im Haus unterwegs. Die waren nämlich die letzten Tage hier vor Ort. Seit Dienstag lesen gerade alle Beacons ein, da komme ich gleich noch zu, damit das Ganze eben auch live so optimal und gut, wie wir uns das eben wünschen hier in Greifswald, dann auch wirklich funktioniert. Ja, ich sage euch ganz kurz was zu der Herausforderung, die wir hatten. Die ist auch nicht von gestern, die ist eher schon von vorgestern. Und zwar war das Thema mal gewesen, da war ich noch gar nicht da gewesen, 2018 in der Ostsee-Zeitung im Sommer, im August. Ich habe es in meiner Vorbereitung gelesen, als ich nach Greifswald gekommen bin eigentlich. Da gab es einen Artikel, wie seh- und blindenfreundlich ist Greifswald. Und da gab es auch ein Zitat eben drin vom Seh- und Blindenverein, Sehbehinderten- und Blindenverein, sorry, dass sie die Augenheilkunde nicht finden. Und ich habe das in Zürich gelesen damals und dachte so, okay, die Sehbehinderten und Blinden finden die Augenheilkunde nicht. Klingt wie ein Karlauer eigentlich, aber nee, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die wir angehen wollten. Und ich bin nach Greifswald angekommen und habe gleich gedacht, ja, Google Maps für drin. Also wenn das draußen geht, muss das ja auch drinnen gehen. Und habe dann genau, wie Jonas gerade meinte, ganz viel dazugelernt, wie Krankenhaus funktioniert. Dass da nämlich ganz, ganz viele hunderte bis tausende Betten übereinander stehen mit Stahlbetondecken, da ist nichts mehr mit GPS und Handy-Navigation. Ist da einfach nicht. Auf jeden Fall eine bauliche Gegebenheit und Herausforderung, die wir hatten. Wir hatten andere Themen auch gehabt, wie man sich zurechtfindet dort eben. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen irritiert, weil meine Folie gerade weg ist. Macht aber nichts, ich rede einfach weiter, ich kenne das ja. Genau, also Orientierung ist auf jeden Fall ein Thema gewesen. Das ist eben Sehbehinderten, also mit Stock, was steht da alles im Weg, wo muss ich lang, wie genau ist das eigentlich? Das ist für uns Sehende, sage ich jetzt mal, schon schwierig. Aber wenn man dann noch andere Herausforderungen hat, noch viel schwieriger und die wollten wir uns quasi gerne annehmen. Dazu kam natürlich noch, wir haben das also schon früh Diskussion eigentlich begonnen, ja, 2019, 20. Und dann kam nochmal eben das große C dazu, wo wir das Haus ja schließen mussten, wo Besucher nicht mehr rein durften. Ich bin dann November 18 gekommen und im Jahr 19 rufe ich halt Google an und sage, Kollegas, also liebe Bekannte, ich hätte gerne in der Navigation im Krankenhaus. Wann kriege ich das denn? Und dann meinten die Kollegen, ja, Deutschland, Europa, also wenn wir dann kommen, Indoor, dann fangen wir natürlich bei Flughäfen und Einkaufshäusern an, also wo man auch Geld verdient, wenn man Leute da in den Laden bringt. Und bis wir dann in öffentlichen Einrichtungen sind und im Krankenhaus, also ganz spät oder eher gar nicht. Und AO haben was gesucht und gefunden. Wir haben, wie gesagt, dann Ketchup Applications gefunden als Partner und GWA Hygiene. Warum GWA? Da kommt dann Tobias gleich noch zu. Wir haben also eine App gefunden, die sollte aus meiner Sicht nahtlos Leute von egal wo auf dem Planeten, auf Station. Christine, wo bist du? C2, Unfall, Etage 2-3, Zimmer 4711. Da will ich hin, aus Lübeck oder keine Ahnung, wo ich bin. Das heißt, wir wollten nahtlos eine Autonavigation verbinden, wir wollten nahtlos eine Innonavigation verbinden. Wir haben mehrere Parkplätze, also der gebürtige Greifswalder wie ich selber, der fährt nach wie vor paar Liebknechtring hinten großen Parkplatz und die erste offene Tür laufe ich rein. Der Haupteingang ist da allerdings schon gefühlt 15 oder 20 Jahre nicht mehr. Der ist nämlich auf der anderen Seite, da gibt es auch einen Parkplatz und da muss man eigentlich reingehen. Das heißt, wir haben das Thema, welcher Parkplatz ist voll, wo sollen die eigentlich hinfahren, wenn sie zu euch zum Beispiel wollen, C2, dann bietet sich ein anderer Parkplatz vielleicht näher an. Das sind alles so Themen gewesen und das ging natürlich jetzt gerade auch in der Corona-Zeit nicht, dass sie einfach irgendwo eine Tür reinlaufen und eventuell im schwarzen Bereich stehen, wo gerade
Keime, Viren, was auch immer sind. Genau, das haben wir uns angeguckt, eben, wie gesagt, Autonavigation, Innennavigation. Wir haben die aktuell live mit einer Schritt-für-Schritt-Navigation, also jeder kann die runterladen, irgendwas im Haus suchen und dahin navigieren. Und wie gerade schon erwähnt, seit Dienstag laufen die Kollegen bei uns durchs Haus. Das ist auch die Live-Navigation, also der bekannte blaue Punkt, der immer schön mitwandert, dann auch verfügbar ist und man wirklich da live unterwegs ist. Das Ganze natürlich seh- und gehbehindertengerecht. Das heißt, der Gehbehinderte bekommt natürlich den Fahrstuhl angezeigt. Andere können auch, wenn es schneller geht, mal die Treppe nehmen. Und für den Sehbehinderten gibt es einen speziellen Modus, den man nur erleben kann, wenn das Handy per se schon im sehbehinderten Modus ist. Also man kann das auch jetzt nicht mehr einfach im Nachhinein einstellen. Das hatten wir am Anfang noch so. Da haben sich natürlich alle gefragt, Moment, ich installiere die App und muss dann einstellen, ich bin sehbehindert. Das geht ja gar nicht. Das heißt, die App erkennt das selber und hat einen anderen Modus, sehen Texte ein bisschen anders aus, Kontrastmodi und natürlich auch Sprache ist ein Thema. Während im normalen Modus, sage ich jetzt mal einfach, man angezeigt bekommt, in 20 Metern rechts, ist das im sehbehinderten Modus 20 Meter, 15 Meter, 10 Meter und die letzten 5 werden rückwärts runtergezählt, bis dann eben auch gesagt wird, und jetzt. Das war natürlich auch eine Herausforderung an unsere Infrastruktur, die natürlich eine ganz andere Genauigkeit haben muss, nicht mehr so auf mehreren Metern, weil ich sehe das ja da hinten rechts, sondern wenn die sagt, jetzt, dann wäre es echt gut, wenn da der nächste Flur ist und nicht die Wand. Das haben wir getestet in 2020 in der Augenheilkunde. Vielen Dank auch nochmal an Professor Stahl, Andreas, der da immer uns sehr unterstützt in dem ganzen Projekt natürlich. Und das hat so gut funktioniert, dieser Test, dass wir dafür auch im letzten Jahr eben den Mobilitätspreis vom Bund gewonnen haben, vom Verkehrsministerium, damals noch Andreas Scheuer. Genau, das ist so ein bisschen unsere Lösung aktuell. Was natürlich eine Herausforderung war, war eben das Thema der Genauigkeit. Wir sehen das hier nochmal und eine Anekdote, die ich auch immer gerne erzähle, in dem Test. Ich war selber überrascht, also wir hatten zu tun, hinterherzukommen, dass so ein Sehbehinderter mit seinem Stock, der hat einen zackigen Schritt einfach. Und wir haben natürlich immer ein großes Projektteam gehabt und die begleitet, dass immer jemand ein paar Meter dahinter hinterher geht, falls doch was passieren würde. Und eine Anekdote war eben, dass die Navigation gesagt hat, jetzt rechts abbiegen und das war so eine Wand 20, 40er Stärke vielleicht, da war der Flur und kurz vorher ging es in ein Besprechungszimmer, da war gerade eine Ärzterunde von 7, die hatten die Tür aufstehen und der bog halt einfach mal rechts ab und ging so zackig auf den Arzt dazu. Da mussten wir so uns ein bisschen beeilen, auch den wieder einzufangen. Aber es hat eben genau das gezeigt, ja, was wir halt wirklich brauchen, ist diese Infrastruktur im Haus, dass wir dort ein Netz haben und eine Genauigkeit haben, die wir jetzt gerade herstellen. Wie gesagt, die Kollegen sind noch unterwegs, die uns in Zukunft auch helfen wird, diverse andere Anwendungsfälle abzubilden. Also am Ende haben wir gestartet mit, wir möchten gerne eine Navigation haben, haben eigentlich dabei gemerkt und gelernt, wir brauchen eigentlich eine Infrastruktur und haben einen ersten Anwendungsfall darauf abgebildet, nämlich die Navigation. Weitere können natürlich jetzt das Gerätetracking sein. Ja? Wo ist der Rollator, wo ist der Rollstuhl, wo ist das nächste Beatmungsgerät? Weitere können und werden sein. Da sind wir aktiv in Gesprächen natürlich zu all den Dingen, die ich hier sage auch. Wie sieht es mit den Betten aus? Wo und was ist das Bett? Wie ist der Bettenzustand? Das sind alles Dinge, die wir jetzt dann eben auch ermöglichen können. Und da wird Tobi jetzt kurz was zu sagen zu diesen, ja, zu dieser Genauigkeit. Ich vielleicht noch kurz einen Satz zu der Herausforderung. Wir haben natürlich eine bestehende WLAN-Infrastruktur, die gerade auch grunderneuert wurde. Das spielt uns extrem gut in die Karten gerade. Es wird aber, wie es so mit Netzen eben ist, ja, deswegen auch nochmal der Gruß an die Leute online und dem Tonproblem vielleicht und 5G, ja oder nein. Wir haben natürlich auch White Spots, sogenannte. Also nicht in jeder Ecke ist es vielleicht ausreichend vorhanden. Und meine Ambition im Projekt war, ich möchte jetzt nicht für jedes Startup, das sich bei mir gerade per E-Mail oder Telefon meldet, irgendwo Beacons kleben und die ganze Wand ist voller Beacons. Ich möchte gerne Dinge, die wir eh schon im Haus haben, wiederverwenden und nutzen. Und wir haben ein Projekt in der Hygiene eben gehabt, in der Forschung auch, zu dem Thema Handhygienespender, wie da Sensoren rankommen, die messen können, ob ich das ausreichend benutze, wie viel ich benutze oder ob die gar leer sind. Dann muss ich auch nicht mehrere tausend Spender jeden Morgen ablaufen und die leeren wechseln, sondern ich weiß ja, die 8, die leer sind und wechseln nur die. Und damit sind wir irgendwie auch immer bei den Zeiten, die die Pflege ja woanders verbringen soll. Aber Tobias, ich übergebe mal kurz an dich, ne, zu dem Thema letzte Meile oder letzter Zentimeter. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Toralf. Corona-Quarantänebedingt kann ich nicht mit vor Ort sein, aber vielen Dank, dass ich dennoch aus der Ferne mit eingebunden werden darf. Und ich würde vielleicht diese Herausforderung auch nochmal mit einem persönlichen Empfinden
schildern, weil im Krankenhaus hat das vielleicht noch nicht jeder erlebt. Aber ich habe es zumindest schon zweimal erlebt. Am Flughafen stand ich, wollte mir ein Uber bestellen. Und dann hatte dieser Flughafen mehrere Ebenen. Und dann sagte er, ja, ich bin jetzt da, meinte ich auch. Und dann standen wir leider nicht auf derselben Ebene. Und dieses Problem ist eben übertragbar, wenn man solche Lösungen, Infrastruktur, seitlich in ein Krankenhaus, in ein Gebäude hineinbringen möchte. Und auf diese Abbildung, die da gerade skizziert wurde, hast du ja schon angesprochen, ihr habt ja bereits solche Access Points, die primär für WLAN zum Einsatz kommen. Aber die sind natürlich nicht flächendeckend. Und gerade eure Flure sind auch sehr, sehr lang gezogen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie in dieser Abbildung auch skizziert, am Anfang des Flures ist ein solcher Access Point, am Ende des Flures. Aber wie ich von Google Maps ja kenne, möchte ich ja dauerhaft mich verorten können mit meinem Smartphone. Und wenn ich auf einmal in Mitte des Flures stehen bleibe und er sagt, ich habe die Verbindung verloren und weiß gar nicht, wo ich bin, dann ist es natürlich nicht im Sinne des Erfinders und auch nicht im Sinne des Nutzers. Das heißt, wir brauchen, wie Thoralf ja gesagt haben, eine möglichst flächendeckende Infrastruktur. Und was habe ich idealerweise auf den Fluren? Solche Desinfektionsmittelspender. Und wir kommen eben davon, dass wir sagen, diese Spender sind ja üblicherweise noch nicht smart, sondern können nur Desinfektionsmittel abgeben. Und wie ihr hier sehen könnt auf der Abbildung, bringen wir dort einen Sensor an und können dann erfassen, ja, wo befindet er sich, wie oft wird er genutzt, wie sind die Abgabemengen. Und das ist eigentlich unser Use Case. Und Thoralf kam dann eben auf die glorreiche Idee zu sagen, vielleicht kann dann dieser Sensor, der sich dann an diesem Spender befindet, noch mehr. Sprich, wenn ich als Patient, als Besucher mit meinem Smartphone dann mich auf diesem Flur befinde, ne, also man sieht das hier, diese Person, die sich dann befindet in der Mitte des Flures, links, wo die Einsen sind und auch rechts, sind die Access Points an der Decke. Irgendwann geht aber die Verbindung verloren, weil man braucht ja alle 7 bis 10 Meter ungefähr ein Signal spätestens. Ansonsten verliert das Handy wieder die Ortung. So, und deswegen haben wir gesagt, können wir nicht dann unseren Sensor, den wir dort über oder unter Punkt 2 haben, noch zusätzlich als Signalgeber zum Einsatz bringen, sodass das Handy wieder weiß, okay, ich befinde mich jetzt hier in der Nähe von dem Spender, von dem Sensor, und habe dann wieder neu meine Orientierung gefunden, damit eben das Signal nicht verloren geht. Und das ist die Synergie, die hier zusammengebracht wurde, dank Thoralf auch. Und von unserer Seite ist natürlich hier Interoperabilität da auch das schöne Stichwort und gleichzeitig eben auch verschiedene Use Cases über eine Infrastruktur dann mit abdecken zu können. Weil eigentlich kommen wir ja aus einer anderen Ecke und unsere Sensoren, die brauchen genauso gut eine Infrastruktur, um die Daten abzuholen. Und das kann dann eben über diese Aruba Access Points, die oben an der Decke laufen, auch passieren. Und auf der nachfolgenden Folie ist nochmal ganz kurz angedeutet, woher wir eigentlich kommen, was auch teilweise schon gesagt wurde, dass entsprechend ja wir erfassen, wie häufig die Händedesinfektion durchgeführt wird. Weil leider wird es noch zu selten gemacht. Man spricht nur davon, dass ungefähr 50% der erforderlichen Händedesinfektionen durchgeführt werden. Und dementsprechend braucht man natürlich auch Daten, um darauf gezielt hinzuweisen, um zu schulen und auch um dann natürlich zu gucken, wo ist eigentlich die richtige Position. Ja, weil häufig sehen wir zum Beispiel auch, dass die Händedesinfektion auf dem Flur gut gemacht wird, im Patientenzimmer selber aber nur noch unzureichend. Und das ist eigentlich der wichtige Ort, ja, am Point of Care, da, wo die Behandlung stattfindet, da muss Händedesinfektion praktiziert werden und jetzt nicht nur auf dem Flur. Und all solche Daten werten wir dann aus. Und da ist natürlich auch für ein Krankenhaus immer wünschenswert, wenn das dann über eine einheitliche Infrastruktur praktiziert wird. Weil was natürlich nicht funktioniert, wenn jeder mit seinem eigenen Use Case auch eine eigene Infrastruktur mit ins Krankenhaus bringt. Ja, und dann nachher müssen da viele, viele Parallelinfrastruktur redundant auch gewartet werden. Das ist natürlich etwas, was nicht im Sinne auch ja der IT, der Krankenhaus-IT ist. Und das war hier die schöne Kombination in diesem Projekt, was für uns auch einmalig ist, aber natürlich ja, für uns auch etwas, was wir gerne weiter nutzen möchten. Das wäre der Einblick von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Tobias, dass du auch dabei bist. Nicht vergessen möchte ich natürlich die Kollegen von Ketchup Applications, wie gesagt, heute im Haus, Patrick Zenke. Wir haben uns auch da, wie gesagt, bei der Suche damals versucht, Leute zu finden, die schon so ein bisschen ja, da auch was können und nachweisen können. Man sieht es hier bei Ketchup, die sind auch in anderen Häusern unterwegs. Das Spezielle bei uns war wirklich, wie gesagt, dass wir das unbedingt sehbehindertengerecht haben wollten, also diese Genauigkeit hinzubringen.
Das ist eine große Herausforderung gewesen, aber was das Schöne bei uns war, und da auch nochmal abschließend den Bogen zur Digitalisierung in der Pflege, wir haben auch das Projekt im Rahmen der Masterarbeit begleitet, die nicht veröffentlicht wurde, weil ja irgendwie was für uns und auch mit den Daten immer so ein Thema ist, und haben dabei festgestellt, in Corona-Zeiten, wo wir so, ich glaube, es waren nur ein Drittel der Besucher aufgrund der Lockdowns immer, dass wir gute sechs Vollzeitkräfte entlasten können mit Wegeauskunft. Also wir haben wirklich über Wochen an der Information natürlich zum einen gezählt, wie oft nach dem Weg gefragt wurde, aber das ist der Standard, da geht man rein, kriegt seinen Plan eingekringelt wie im Hotel, wo man hin will. Aber eben auf diesen Wegen fragt man ja nach, also bin ich hier noch richtig, bin ich am richtigen Flur oder ich fahre mit dem Fahrstuhl hoch und dann wieder, Moment, wo war das denn nochmal? Und dieses Nachfragen haben wir eben auch gemessen und wie gesagt, mit nur einem Drittel der Besucher waren es fast sechs Vollzeitkräfte, die eigentlich übers Jahr mit Pflegeauskunft verteilt ausgeben. Das waren eben Themen, die wir damit verbessern wollen, neben all den anderen, die wir schon gesagt haben. Und damit schließe ich ab. Vielen Dank euch allen. Ich gucke mal hier so in meinen Chat nebenbei, zwecks der Fragen, da sehe ich sogar welche. Und natürlich auch gerne an euch hier vor Ort wieder, wenn ihr eine Frage habt, an Tobias oder mich, einfach melden, Handzeichen geben, sonst lese ich mir die Fragen jetzt gerade selber vor. Ich fange mal mit einer an, einfach hier online. Welche Art, Tobias, von Signalen, Datenempfang kann der Sensor verarbeiten? Ja, wir setzen auf Bluetooth Low Energy, weil das energiesparsam ist und heutzutage jedes Gerät, jedes Smartphone, Tablet, Laptop mitbringt. Und von daher ist das für solche Use Cases auch die Zukunftstechnologie aus unserer Sicht. Danke für die Antwort. Und die nächste Frage finde ich extrem gut und spannend. Danke, Miriam, du bist immer noch dabei. Wie wird es von sehbehinderten Menschen angenommen? Genau, also uns ist total wichtig, dass Projekte, die wir machen, wie ich vorhin schon sagte, nicht der Digitalisierung wegen machen, sondern für die, die es wirklich brauchen und die wir entlasten wollen, denen wir helfen wollen. Wir haben also das komplette Projekt immer mit dem Sehbehindertenverein hier vor Ort zusammengearbeitet, mit der Ortsgruppe hier in Greifswald. Herr Bernd Uhlig ist auch in Mecklenburg-Vorpommern in dem Vorstand des Vereins. Wir haben die Teststellung, also die haben uns ihre Anforderungen geschrieben, ein Kilometer gefühlt, was da alles wie funktionieren müsste. Wir haben die zu uns eingeladen in dem Test, wie gesagt. Das Spannende und Interessante hatte ich vorhin schon so ein paar Anekdoten ja gesagt, aber was ich wirklich interessant fand, die haben den blinden Hund oder ihre Angehörige am Eingang stehen lassen, haben versucht oder haben sich eben getraut, was ich total positiv und gut fand. Also die haben das sehr, sehr gut angenommen. Die kamen hier aus dem ganzen Gebiet Vorpommern-Greifswald. Wir hatten, glaube ich, 12 oder 15 hier vor Ort beim Test. Ja, damit bin ich soweit fertig und würde dann an das letzte Thema übergeben, Frau Professor Honnekamp, Jenny Kemka und habt ihr noch einen dritten mitgebracht? Jana? Genau. Ich stelle euch auch einmal kurz vor und ein Mikrofon kriegen wir bestimmt auch noch gerade kurz nach vorne ein weiteres. Jenny, wir kennen es schon ein bisschen länger, genau, aus dem ganzen digitalen MV-Thema natürlich, ne, und den Ditzen, wo du ja selber auch aktiv bist. Nee, Ilvia, der Initiative fürs Leben und Wohnen im Alter. Danke, dass du dabei bist. Dann natürlich mit dabei auch euer Evaluationspartner, die Hochschule Stralsund, Frau Professor Honnekamp. Jos ist Student noch in Stralsund im Masterstudiengang Gesundheitsökonomie und unterstützt das ganze Projekt als Mitarbeiter und wir sind sehr gespannt, was ihr uns berichten könnt. Danke. Ja, vielen Dank auch Thoralf für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen und ich freue mich, dass wir heute für die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft das Projekt kurz vorstellen dürfen. Ich werde kurz anfangen, was wir in dem Projekt, wie wir das angegangen sind, das Projekt. Und dann wird Frau Honnekamp was über die Evaluierung sagen. Und der Jost hat sich ja auch eben schon vorgestellt, er ist letztendlich in einer doppelten Funktion. Er schreibt nämlich seine Masterarbeit darüber. Und da freuen wir uns besonders, dass wir nachher eben dann auch wirklich die Ergebnisse nachhaltig in einer Arbeit niederschreiben können. Ja, das Thema alltagsunterstützende Assistenzsysteme ist ja heute schon mehrmals gefallen. Frau Drese hat gleich zu Beginn ganz wichtig, das nach vorne gestellt, wo sie eben einfach nochmal auf die Herausforderung aufmerksam gemacht hat, dass eben wirklich über 90% der Menschen zu Hause leben wollen, bis ins hohe Alter und dafür eben auch Lösungen suchen, um das ja machen zu können, um zu Hause alt zu werden. Und genau darum geht es und da wollen wir gleich einmal loslegen, was wir da gemacht haben im Pilotprojekt. Genau, warum? Habe ich eben schon gesagt. Also
Die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft ist auf die Hochschule damals zugegangen, hat gesagt, Mensch, das Thema Alltagsunterstützung, Assistenzsysteme, ich habe da schon was von gehört, von den Technologien, was da möglich ist. Und wir wollen gerne unseren Mietern die Möglichkeit geben, davon zu partizipieren, von dieser Technologie. Wir wollen das gerne mal ausprobieren und wollen gerne unser Servicewohnen dafür bereitstellen, 12 Wohnungen mit dieser Technik pilothaft auszustatten, um zu schauen, wie ist einerseits die Akzeptanz der Bewohner für solche Technologie, andererseits aber auch für uns als Wohnungsbaugenossenschaft, welche neuen Angebote ergeben sich aus diesem ganzen Themenfeld und was kann ich als Wohnungsbaugenossenschaft letztendlich für neue Angebote entwickeln im Themenfeld Digitalisierung, wenn es darum geht, meine Bewohner mit Technik auszustatten, damit sie so lange wie möglich dort leben können. Vielleicht ganz kurz zu den Partnern. Ich habe das eben schon gesagt, die Projektleitung hat die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft. Herr Wirrenkämper ist heute auch da und steht auch gerne für Fragen zur Verfügung. Dann haben wir die Evaluation durch die Hochschule Stralsund, Frau Professor Honekamp. Dann den Technikanbieter Casenio, der letztendlich die Technik geliefert hat, die wir dann auch eingebaut haben. Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass wir nicht nur die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft, sondern auch die Stadtteilzentren, die der Verein Hand in Hand, weil wir über das betreute Wohnen sprechen und dort hat die Genossenschaft Stadtteilzentren sozusagen geschaffen, wo Leute sich ganz genau um die betreuten Wohnen Bewohner kümmern und eben immer da sind und letztendlich der verlängerte Arm sind. Dann natürlich der ILVIA-Verein auch als Partner, was das Thema Assistenzsysteme angeht. Wir als Verein haben schon 2014 hier in Greifswald zum Beispiel eine Musterwohnung eröffnet, eingerichtet, wo wir Technologien ausstellen sozusagen für dieses Thema sensibilisieren. Unsere Aufgabe war es, letztendlich aufzuzeigen, was gibt es heute alles schon für Möglichkeiten. Um mal ganz kurz darauf einzugehen, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, aber ich hoffe, die Zuschauer zu Hause können es sehen. Das Besondere an dem Projekt ist es, also meistens, wir haben ja immer über Akzeptanz gesprochen, gesagt, die Leute müssen mitgenommen werden von Anfang an. Meistens ist der Prozess in Pilotprojekten immer so, dass ich schon eine Lösung habe und will diese Lösung jetzt testen. Und wir haben gesagt, nee, gemeinsam mit der Wohnungsbaugenossenschaft, wir wollen erstmal hören, was so eine Bedarfsermittlung machen. Was können sich die Senioren vorstellen? Haben sie überhaupt schon mal davon gehört? Sich damit auseinandergesetzt? Was ist mit den Mitarbeitern? Hätten sie Interesse, überhaupt damit umzugehen, damit zu arbeiten? Beziehungsweise, was ist eigentlich dieser typische Mieter, ne, dieser Wohnungsgenossenschaft? Über wen sprechen wir im betreuten Wohnen? Also es geht hier erstmal in dem Pilotprojekt rein um das betreute Wohnen. Diese ganze Voranalyse haben wir erstmal gemacht und haben dann anhand von diesen Ermittlungen sozusagen eine Technikabfrage gemacht und haben dann geschaut, was gibt es denn für Technikanbieter auf dem Markt und welche Lösung ist jetzt, sagen wir mal, nicht zu 100%, aber welche bietet sich am besten an für die Herausforderungen bzw. Wünsche, die wir ermittelt haben. Und das war einerseits ein wichtiger Punkt und zweitens haben wir dann natürlich die Mitarbeiter des Vereins Hand in Hand ausgebildet zu dem Thema und dafür haben wir als ILVIA-Verein unsere mobilen Wohncontainer genutzt. Wir haben 2 Wohncontainer noch vor der Corona-Krise mit alltagsunterstützenden Assistenzsystemen ausgestattet. Sie stehen jetzt gerade an der Hochschule und werden dort auch zur Lehre mitgenutzt. Und diese Container standen 2 Wochen bei der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft und dort wurden die Mitarbeiter geschult anhand der Technik. Das heißt, sie konnten alles ausprobieren, konnten das auf Herz und Nieren testen. Es ist auch mal was schiefgegangen. Dann war die große Verzweiflung und oh Gott, das kann ich mir gar nicht alles merken. Das ist viel zu viel Technik. Wie soll ich das jetzt den Bewohnern erklären? Aber letztendlich, glaube ich, haben nachher alle das unglaublich gut gemacht. Und nicht wir, sondern die Mitarbeiter von Hand in Hand haben den Bewohnern die Technik in dem Container erklärt und ihnen erzählt, was für Nutzen diese Technik hat. Und das war eigentlich das Besondere, weil
wir darüber eine viel höhere Akzeptanz von Anfang an bekommen haben. Meiner Meinung nach, da wird Frau Honekamp vielleicht nachher zu den Zahlen noch was anderes sagen, als wenn ich das jetzt gemacht hätte, weil dann ist immer ganz schnell, ach, Sie sind noch jung, ja, Sie können mit der Technik umgehen, das, was Sie erzählen, aber nee, ich bin da zu alt für. So, also das war schon ganz gut. Ja, und dann haben wir sehr viele Bewohner in den 2 Wochen durch diese Container geführt. Und jeder hatte die Möglichkeit, sich das mal anzuschauen, über welche Technik sprechen wir, wo wird sie eingesetzt, wie funktioniert das Ganze. Sie konnten in Ruhe ihre Fragen stellen, auch das ganze Thema Datenschutz, Datensicherheit, was ja auch immer wieder aufkommt, in Verbindung mit diesen Technologien konnten dann da gestellt werden, diese Fragen. Genau, und jetzt ganz kurz vielleicht zum System, noch einen ganz kleinen Einblick, wie das aussieht. Letztendlich ist das ein handelsübliches Tablet. Und dieses Tablet wurde in jeder Wohnung verbaut. Das ist sozusagen das Herzstück des Systems, die Zentraleinheit, worüber die ganzen Informationen in die Wohnung getragen werden, beziehungsweise Informationen, wenn in der Wohnung etwas passiert ist, auf diesem Tablet angezeigt werden. Und zu diesem Tablet wurden noch verschiedene Sensoren eingebaut. Das sind jetzt nur 3 von, also wir haben noch mehrere Sensoren. In der Mitte sehen wir einen Multisensor. Früher war Bewegungsmelder nur 1 Sensor. Jetzt habe ich 4 Sensoren in einem, also Bewegung, Temperatur, hat er noch Helligkeit und ich kann sogar noch Feuchtigkeit messen. Mittlerweile 4 Sachen, die ich über einen Sensor abdecken kann. Dann habe ich rechts dieses kleine Eis, ein Wasserstandsmelder, der auf den Boden gelegt wird, um zu erkennen, wenn Wasser überläuft und dann rechtzeitig Alarme ausgibt. Und links, auch ganz wichtig, eine Herdabschaltung, sieht sehr unspektakulär aus, aber hat einen hohen Effekt. Das heißt, das wird eben an den Herd hinten angeschlossen und erkennt, wenn der Herd zu lange an ist und kann auch da dem Bewohner in der Wohnung sozusagen sagen, pass auf, dein Herd ist noch an, ist das so richtig, soll das so sein oder soll er ausgeschaltet werden. Der Vorteil an dem System ist, dass wir letztendlich keinen bevormunden, sondern dass das System erstmal den Bewohnern sagt, was gerade schief läuft und jeder Bewohner selbst die Möglichkeit hat, diese Situation zu lösen, bevor eine Nachricht an einen Externen rausgeht, der dann von außerhalb diese Situation löst. Und das ist auch immer ganz wichtig, damit die Menschen eben, die wollen eben gerne selbst das noch machen und nicht bestimmt werden durch jemand Dritten. Genau, das vielleicht nur ganz kurzer Abriss zu der Technik. Was aber hochspannend ist heute, ist natürlich die ganze Frage der Akzeptanz und was haben letztendlich die Leute, die 10 Wohnungen, die wir ausgestattet haben, dazu gesagt. Ich übergebe. Danke. Ja, es gibt so viele Modellprojekte in Deutschland zur Technik, aber so wenige wissen darüber Bescheid. Was waren da die hemmenden Faktoren? Was waren die fördernden Faktoren? Wie ist tatsächlich die Effizienz? Was ist tatsächlich der Nutzen eines Projektes? Und aus diesem Grund begleiten wir jetzt das Projekt der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft, um eben genau diese Dinge herauszufinden. Und methodisch gehen wir dabei so vor, dass wir verschiedene Befragungen vorbereitet haben. Das sind mehrere Evaluationsbefragungen mit immer wieder den gleichen Fragen. Gegebenenfalls variieren die Fragen geringfügig, sodass man eben feststellen kann, wie sich im Laufe der Nutzungsdauer die Einstellungen und auch das Sicherheitsempfinden der Bewohner verändert. Wir haben vorher schon eine Befragung gemacht, bevor diese Technik implementiert wurde, insbesondere auch, als wir die Bedarfe abgefragt haben und dann eben auch im Zuge der Containerbesichtigung, was eben auch sehr spannend ist, führt so eine Containerbesichtigung dazu, dass vielleicht die Akzeptanz oder der wahrgenommene Nutzen dieser Technologien danach steigt. Nach diesen Besichtigungen wurden dann ja die Technologien in den Wohnungen implementiert.
Und danach haben wir auch wieder Befragungen durchgeführt. 1 bis 2 Wochen danach haben wir eine Befragung direkt durchgeführt, dann nochmal 3 Monate danach. Und eine weitere Evaluationsbefragung steht noch aus. Hierbei ist es so, dass unsere Grundgesamtheit diejenigen Senioren waren, die im betreuten Wohnen bei der SWG von dem Verein Hand in Hand betreut werden. Das waren eigentlich sind 153 Personen. Von diesen Personen sollten 10 Haushalte ausgewählt werden als, als die Musterwohnung, so, also als die Testwohnungen. Tatsächlich hatten wir dann nachher 12 Haushalte, die sich dafür interessiert haben, nach der Containerbesichtigung diese Technologien in der Wohnung zu integrieren. Übrig geblieben von diesen 12 Haushalten sind leider jetzt nur noch 6 Haushalte, die dabei mitmachen. Gründe waren bei 3, dass das Interesse dann an dieser Technologie doch nicht mehr so da war. 2 hatten persönliche Gründe. Dann einmal ist nochmal jemand ausgestiegen aufgrund von technischen Problemen, sodass wir jetzt endlich nicht nur noch 6 Haushalte dabei haben. Und von den unterschiedlichen Befragungen, die wir durchgeführt haben, hat Herr Liebau einige spannende Aspekte hier rausgepickt und wird die nochmal kurz darstellen. Wir haben jetzt noch die 5 Befragungen, die hier angezeigt werden. Ich werde jetzt einmal ganz schnell Zeit bringen, zu jeder Befragung einmal ein bisschen was sagen. Die erste Befragung, die wir durchgeführt haben, ist ziemlich genau ein Jahr jetzt her. Da haben wir den Bedarf von Ambient Assisted Living in der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft versucht zu ermitteln. Danke. Wir haben uns bei den Befragungen hauptsächlich auf standardisierte Fragen bezogen, die wir aus einem Evaluationshandbuch bezogen haben, das ich glaube vor 2 Jahren in Österreich veröffentlicht wurde. Klingt relativ wissenschaftlich, hat dann solchen Inhalt wie: benötigen Sie Hilfe im Alltag? Und dann, wie oft diese Hilfe benötigt werden. Dabei haben wir jetzt festgestellt, der Großteil der Bewohner benötigt eigentlich eher wenig Hilfe. Ambient Assisted Living soll ja aber auch wirklich unterstützend nur an einigen Punkten eingesetzt werden, soll keine ganze Pflegestelle übernehmen. Das kann es da natürlich nicht leisten. Genau, dann zur zweiten Befragung. Wir haben es vorhin schon angesprochen, während der Besichtigung in der in den Mustercontainern haben wir einmal vor der Besichtigung, einmal nach der Besichtigung abgefragt, wie ist das Meinungsbild, wie ist Ihr Kenntnisstand und wie wahrscheinlich finden Sie es, dass Sie Ambient Assisted Living irgendwann mal in Ihrem Alltag einsetzen. Sie sehen hier, es gibt relativ wenig Veränderungen zwischen Vor- und Nachbefragungen. Das liegt daran, wir haben die Befragung wirklich direkt davor und direkt danach durchgeführt. In der Mitte gab es, ungefähr 45 Minuten Input. Für die meisten Bewohner war das vermutlich einfach zu viel, da haben wir viel gelernt, dass die Leute da langsam rangeführt werden sollten und uns das im restlichen Projekt dann auch zur Aufgabe genommen. Dann kommen wir einmal zu den Zielen von Ambient Assisted Living am Beispiel der Sturzangst. Wir haben abgefragt, wie wahrscheinlich die Leute es halten, dass sie in dem Wohnumfeld stürzen könnten. Hier haben wir so ein etwas geteiltes Meinungsfeld, das kann man sehr gut danach unterteilen, wer schon mal gestürzt ist, wer bisher noch nicht in seinem Wohnumfeld gestürzt ist. Was wir darunter aber in dem Kasten in der zweiten Zeile sehen, ist, ob die Leute glauben, dass ihnen kurzfristig im Falle eines Sturzes geholfen werden kann. Auch hier ist derzeit noch ein relativ gespaltenes Meinungsbild gewesen. Da ist für uns das Ziel oder die Aufgabe, einfach alles auch in die positive, in die zustimmende Richtung zu bewegen, sodass die Leute das Vertrauen in Ambient Assisted Living gewinnen, dass ihnen kurzfristig auch im Falle eines Unfalls geholfen werden kann. Genau, und dann habe ich jetzt nochmal zu unserer letzten Umfrage oder unserer vorletzten Umfrage, die letzte, die durchgeführt wurde, hier einmal die Gewöhnung an das System mit aufgezeigt. Hier auch wieder die oberen beiden Punkte, relativ spannend anzusehen. Das ist der Stand jetzt nach 3 Monaten Testphase. Da haben wir abgefragt, haben Sie sich an das System gewöhnt? Da haben die meisten Bewohner gesagt, ja, das System
ist voll in meinem Alltag eingegangen. Ich nehme es als normalen Bestandteil meines Alltags mit. An manchen Stellen gibt es noch so ein bisschen Probleme, wo Leute ab und an mal vergessen, irgendwie einen Knopf zu drücken auf dem Tablet. Aber das kommt, wie wir in der Auswertung dann gesehen haben, wirklich deutlich seltener vor als noch vor 3 Monaten, sag ich mal. Genau. Dann. Ja, und das ist unsere letzte Folie. Damit möchten wir unsere bisherigen Erfahrungen mit Ihnen teilen, was wir bisher herausgefunden haben an fördernden und hemmenden Faktoren im Rahmen dieses Projektes. Da haben wir eben auf der einen Seite, dass die Schulung der Mitarbeiter von Hand in Hand als besonders fördernder Faktor gesehen werden kann, weil dadurch eben diejenigen Betreuungskräfte, mit denen die Bewohner schon tagtäglich zu tun haben, jetzt eben auch Kenntnisse zu diesem System vermitteln können, was eben auch bezüglich der Akzeptanz, und da ist auch schon ein bestimmtes Vertrauensverhältnis da, was besonders förderlich ist. Dann haben wir festgestellt, dass eben der schnelle Support und die Flexibilität des Technikanbieters hier auch eine sehr große Rolle spielt, ja, dass man da nicht lange allein gelassen wird, weder als Wohnungsbaugenossenschaft noch als Bewohner. Dann haben wir noch die individuelle Betreuung der Bewohner eben durch den Verein Hand in Hand, der ganz wichtig ist. Dann gibt es auch, wie Sie den Ablauf vielleicht gesehen haben, regelmäßige Nutzertreffen und einen Austausch, wo die Bewohner von der Wohnungsbaugenossenschaft eben eingeladen werden, um sich noch einmal auszutauschen. Dort sind eben in der Regel auch ihr Projektpartner dabei. Wir beobachten das, um daraus eben auch noch wieder Erkenntnisse zu gewinnen. Dann haben wir noch die Modularisierung, ja, dass wir verschiedene Module gebaut haben, zum Beispiel ein Modul Gesundheit, ein Modul Sicherheit und dann war auch Komfort, glaube ich, das dritte Modul, was es eben auch leichter macht, sich da zu entscheiden und zu differenzieren zwischen der Technik. Dann der leichte Ein- und Ausbau dieser Technik. Es muss nichts großartig aufgerissen werden, keine Wände aufgerissen werden, um irgendwas zu montieren. Und dann eben die Teilnehmer durften halt an diesem Modellprojekt teilnehmen. Und die Teilnehmer, die teilgenommen haben, ich würde mal sagen, schätzen Sie mal, das sind wahrscheinlich eher so ein bisschen die Technikaffinen und die freuen sich auch, dass sie teilnehmen dürfen und ihre Erfahrung auch mit uns auszutauschen, sodass wahrscheinlich dieser Charakter des Modellprojektes auch, es ist ja auch kostenlos für die Teilnehmer, auch vielleicht positiv wirkt. Hemmend, das haben wir festgestellt, wahrscheinlich bei der Containerbesichtigung eben, dass zu viel Informationen doch irritierend sein können und dass dann doch danach weniger glauben, dass es vielleicht was für sie ist, dass sich das überfordert hat. Dann ein Haushalt ist ja auch ausgestiegen wegen Fehlfunktion der Technik, aber gut, das ist wahrscheinlich eben so, wenn man ein Modellprojekt macht, da funktioniert von Anfang an noch nicht alles, aber da muss man sich halt im Klaren drüber sein, wenn man das in Zukunft implementiert. Da sollte möglichst von Anfang an alles stimmen, sonst verliert man eben auch hier Haushalte. Dann haben sich die Bewohner auch noch gewünscht, noch mehr verständliche Informationen zu dem System zu bekommen. Ja, theoretisch denkt man, das läuft ja eigentlich so im Hintergrund. Was brauchen denn die Bewohner da großartig für Informationen? Aber sie wollten gerne mehr Informationen dazu haben. Dann, was bei der SWG noch aufgefallen ist, ja, wie ist das denn mit den Zuständigkeiten, mit der Verantwortung, ja, und auch Haftungsrisiken und wer ist für was zuständig? Das sind noch viele Dinge, die hier geklärt werden müssen. Oder ob vielleicht sogar noch ein weiterer externer Dienstleister hier mit einbezogen werden muss, weil es vielleicht auch nicht sinnvoll ist, für eine Wohnungsbaugenossenschaft bestimmte Kompetenzen in diesem Bereich aufzubauen. Da sind wir eben auch noch dabei, das zu eruieren. Dann hatten wir natürlich ein sehr hohes Alter der Zielgruppe und diese Generation ist halt noch nicht digital so aufgewachsen wie die nachfolgenden Generationen. Das heißt, eine Generation weiter wäre das wahrscheinlich, hätten wir viel leichter Haushalte gefunden, die wahrscheinlich bei diesem Projekt mitmachen. Und der letzte Punkt, Stigmatisierung, ja, da konnten wir sowohl als auch finden in den Evaluationsbefragungen, ja, viele haben das gar nicht so als Stigmatisierung gesehen, sondern fanden das auch gut, diese Technik zu haben und tauschen sich eben auch gerne mit anderen Mietern oder mit der Verwandtschaft aus, was sie da für tolle Technik in der Wohnung haben, aber es gibt eben auch Haushalte, die eben doch davor zurückstrecken, wenn es eben heißt, ja, das ist vielleicht
Technik für ältere Menschen, dass sie dann doch sagen, nee, ich nehme eher nicht teil. Gut, das war sozusagen zusammenfassend, was wir bisher herausgefunden haben. Ja, jetzt können gerne Fragen gestellt werden. Genau, vielen Dank an euch fürs Vorbeikommen, fürs Herkommen, an Sie und das Vorstellen des Projekts. Ich finde es total toll, weil wir haben ganz viele Dinge gesehen, die eigentlich schon gehen und gemacht werden. Vielleicht nicht alles jedem so bekannt gewesen in der Region, was hier auch schon alles geht. Ich gebe gerne wieder natürlich hier jemand das Mikrofon in die Hand für eine Frage vor Ort. Lest auf jeden Fall schon mal zwei Kommentare vor, die hier online kamen. Gar keine Fragen, eher Kommentare. Ich fand sie aber gut und wollte sie gerne mal aufgreifen. Was hier nämlich immer wieder geschrieben wird, ist, dass es gut ist und auch ganz klar leichter ist, wenn man mit den Betroffenen spricht und die darüber informiert, die mitnimmt, weil man als Experte selber ja oft diesen Tunnelblick hat. Und das fand ich auch bei eurem Projekt jetzt wieder toll und auch bei denen, die wir vorgehört haben, dass wir da gerade immer mit diesen Evaluationsstudien auch eben alle befragen, alle mitnehmen, das wissen wollen, wie es da ankommt. Denn wir wollen ja nicht Sachen machen, die am Ende gar keiner braucht. Wenn es keine Fragen bei euch gibt hier vor Ort, dann danke ich euch. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen, auch nur kurz. Genau, Platz nehmen, ja auch nur kurz, weil ich habe ja am Anfang schon angekündigt, dass ich ja zwischen euch und der Terrasse stehe. Das will ich auch nicht lange hinausziehen. Der Kollege ist schon kräftig beim Grillen draußen. Wer noch online zugehört hat und noch hergelaufen ist, der ist natürlich auch willkommen. Und ich sehe auch, dass Wolfgang inzwischen da ist, auch wie angekündigt. Was ich auf jeden Fall, so viel Zeit muss sein, noch sagen möchte, so ein kleines abschließendes Wort in drei Sätzen. Was mir ganz viel aufgefallen heute ist, ist eben dieser Brückenschlag, dass wir hier in der Region, ne, viel Fläche, wenig Leute drin. Jetzt gerade zum Schluss auch nochmal das Thema Leben und Wohnen im Altern, wie ich zu Hause länger bleiben kann. Wir sehen diese Entwicklung und ich finde das total super und klasse, heute so viele Lösungsansätze dafür schon gesehen zu haben, wo wir eigentlich schon dran unterwegs sind. Und freue mich selber total auf die Zeit, die vor uns liegt, mit euch allen hier vor Ort, die auch physisch vor Ort sind, natürlich auch vor Ort, die online dabei sind, an diesen Lösungen weiterzuarbeiten und bin gespannt und freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt. Ja, damit abschließend will ich mich schon noch kurz bedanken bei denen, die irgendwie dieses ganze Event immer hier möglich machen. Die letzten, die wir alle hatten und auch die noch vor uns liegen, aber vor allem das, was wir heute gemacht haben. Da will ich mal so stellvertretend ein, zwei kurz nach vorne rufen, weil der Applaus euch gebührt. Liebe Sarah, die glaube ich nicht da ist, weil es ja auch Kinder gibt, wo man mal hin muss. Liebe Sophia, liebe Annelie, Lars auf jeden Fall und nicht weglaufen. Und Martin und Wolfgang natürlich. Ja? Ohne euch wäre es alles nicht möglich. Wolfgang als Partner, du darfst einfach mal nach vorne kommen, damit die alle mal gesehen haben, da du zu Beginn nicht da warst. Du musst einfach mit nach vorne jetzt. Und alle anderen würde ich mal kurz hierher bitten einfach. Ja? Lars, vielen Dank. Mit Lars haben wir auch den Hackathon gemacht, wenn ihn viele von kennen. Also ich schicke immer nur WhatsApp-Nachrichten und die machen dann nicht mehr alle, einfach alles. Wir nutzen Signal, nicht WhatsApp. Entschuldige. Wir schon, ja. Genau, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber kann ich empfehlen, genau. Wie gesagt, Annelie als Projektmanagerin von Sitz habt ihr eingangs schon gesehen. Auch da gehen mir nur die WhatsApp-Nachrichten umher. Sophia bei mir neu im Team als Referentin seit Anfang Mai, die hier direkt so ins kalte Wasser. Helf mal mit. Martin, der Mann hinter der Kamera. Andere kennen ihn vielleicht schon von Insta und wo auch immer, weil du ja bei Mario Barth und Anastasia Rose und wo du unterwegs bist, dass wir hier professionell unterstützt werden. Und Wolfgang nochmal, ne, als Gastgeber und mein Kompagnon hier im Health Hub in Kooperation zusammen. Danke euch, sonst wäre es nicht möglich. Und bevor ich das Mikrofon einfach fallen lasse, Mic Drop, gebe ich erst nochmal zu euch rüber. Ich habe noch ein paar Infos, wie es jetzt hier weitergeht, ne, so Orga, zwecks Grill und Getränke und... Okay, also auch an dich, Thoralf, das hast du ganz toll gemacht, finde ich. Also ich finde, wir sollten alle nochmal einen kleinen, großen Applaus an Thoralf Schnell. Also danke. Es ist doch immer wieder sehr kurzweilig, wenn du sprichst und von daher. Ja, wie gesagt, alle willkommen, verteilt euch und wir würden uns freuen, wenn ihr noch ein bisschen hier bleibt. Und die Referenten sind unsere Gäste eingeladen und ansonsten könnt ihr unsere studentischen Hilfskräfte ansprechen, zwecks einer kleinen monetären Vergütung. Wir freuen uns, dass ihr noch ein bisschen bleibt. Danke.